es gibt schon eine Handvoll auch ernstzunehmen. Ja? Sauvignon-Produzent. Wer ist für dich ein ernstzunehmender Sauvignon-Produzent aus Deutschland? Der weiß es jetzt. Wenn das der weiß es jetzt. Der eine weiß es jetzt. Okay. Es gibt ja keine andere Branche, die so nachhaltig ist und die so viele Generationen hat. Also wir sind jetzt gerade mal von der Sprung von der vierten zur fünften. Das hat ja keine wirkliche Tradition. Wir sind ja doch so Newcomer in der Branche. Ihr seid eigentlich noch Juniors. Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich riesig auf unsere Gäste heute. Mit dabei ist Gesine Roll vom Weingut Wedenborn aus dem rheinhessischen Monsernheim. Und sie hat mit dabei den Wilhelm Weil vom Weingut Robert Weil aus Kietrich, der Perle des Rheingaus sozusagen. Ja, und last but not least unterstützt mich Jochen 30acker vom Weingut 30acker aus dem rheinhessischen Bechtheim. Ihr seht schon, Rheinhessen trifft auf Rheingau, Sauvignon Blanc trifft auf Riesling. Und nicht zuletzt treffen hier drei Weinpersönlichkeiten aufeinander, die uns mitnehmen auf eine Reise hin zu großen Lagen und noch viel größeren Gewächsen. Also bleibt dran und genießt die Show. Wollen wir mal anstoßen, ihr Lieben? Ja? Zum Wohl? Zum Wohl? Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns, dass wir hier sind. Das will ich auch meinen. Ja, schau mal. Was haben wir denn im Glas? Lecker schmeckt von mir. Ich glaube, es ist von dir. Sauvignon. Alles da. 2020, Weingut Wedenborn. Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist ja als die Königin des Sauvignons so ein bisschen gehandelt in der Presse, ne? Sagt man so, ja, habe ich auch gehört. Ja, also bei Wedenborn gibt es 50% der Rebfläche, ist Sauvignon Blanc. Und es gibt eine Trilogie, also drei Stück. Ja. Und das ist jetzt der Gutswein. Aber das ist für uns ja die wichtigste Visitenkarte, weil da die meisten Flaschen auf dem Markt sind letztlich. Genau, das ist jetzt der Einstieg Wedenborn, Sauvignon Blanc 2020. Du hast ja ehrlicherweise mit Sauvignon angefangen, als in Deutschland da viele Kollegen noch drüber gelächelt haben, ne? Ja, das war schon so. Oder? Aber allen Unkenrufen zum Trotz weitergemacht. Ja. Ja, also das hatte Anfang der einstelligen 2000er nicht die Lupe von heute. Gar keine eigentlich. Ja. Es war ja recht neu aufgetaucht. Ist ja keine Neuzüchtung. Aber es wurde so ein bisschen, ich will nicht sagen gleichgesetzt, aber es war was Neues hier. Ja. Es hat aber gut hingepasst bei euch. Ja, es hat herrlich zu Wedenborn gepasst. Es passt aber auch herrlich zu den Kalkböden. Hast du auch gelächelt? Die in Hessen da sind. Nee, ich habe immer zu ihr gesagt, das soll nur Sauvignon machen. Schon früh. Habe ich wirklich schon früh gesagt. Das macht sie heute ja fast nur. Ja. Aber jetzt, wenn man alle Winzer drumherum, haben ja damals Riesling gemacht. Heute auch viel. Und du hast gesagt, ich mache Sauvignon. So, aber das war ja jetzt zu der Zeit noch gar nicht so einfach, jetzt sag mal, so viel andere Sauvignons jetzt aus Deutschland zu schmecken. Hast du so eine Vision, Idee im Kopf gehabt schon für den Wein? Also mir hat es einfach persönlich gut geschmeckt, ja. Mhm. Und deshalb habe ich weitergemacht. Und es gab kein deutsches Vorbild in dem Sinn, wie es heute definitiv gibt, ja. Und auch das war vor 20 Jahren, da würde man sich heute mit mehr Wissen und hat sich schon anders in der Weinwelt bewegt, auch ganz anders noch Sauvignons beschaffen zur Inspiration. Das war damals auch nur der Fall. Also ich kannte damals vielleicht ein paar Südtiroler Sauvignons, aber dann hört es schon langsam auf, ja. Also heute mit der ganzen Steiermark, die wir regelmäßig probieren oder auch freundschaftlich verbunden sind oder auch so sehr auf frankophilen Sachen, das kannte ich damals nicht. Was vielleicht ein Vorteil war, einen eigenen Stil zu entwickeln. Und das ja, wie wir alle, nur einmal im Jahr. Also alles, was du dir vornimmst, was du anders machen willst, wartest halt wieder ein Jahr drauf. Ja. Also der 2020er Jahrgang ist dann der wievielte? Das ist der, lass rechnen, 19. Dann sich bald, genau, gibt bald ein Jubiläum. Wow. Sag mal was zu dem Wein, die Herren. Ich finde ihn richtig, richtig lecker. Also ich mag das ja eh. Ich trinke die Sauvignons eh total gern. Von Gesine, ich finde, der hat eine super schöne Saftigkeit. Der ist nicht zu grün, was ich mag. Und du hast viel Frucht. Sehr klar, präzise, leicht, aber trotzdem saftig. Gut. Will mal weiter trinken. Ja, ich habe leider schon noch zum Gläschen gleich dabei. Möchte ich schon mal dazu sagen. Und du, Wilhelm, du musst ja häufiger wahrscheinlich da auch mal zu Hause die Weine probieren. Ja, ich möchte. Die gibt es nicht so oft. Es interessiert mich ja. Ich habe mich ja, bevor ich mich in die Frau verliebt habe, eigentlich in die Weine verliebt. Die kannte ich wesentlich früher schon. Ja. Und die hohe Kunst beim Sauvignon Blanc ist ja, dass diese
Rebsorte sehr, sehr schnell in eine Zuckerreife geht, aber die physiologische, also die geschmackliche Reife da immer hinterher hängt. Und gerade in den wärmeren Klimaten, also wenn wir jetzt an Südafrika gerade denken, aber auch teilweise Neuseeland, dort werden natürlich auch Sauvignon Blanc Weine erzeugt, die dann grasiger, grüner sind, weil sie müssen geerntet werden, weil sie dann so schnell in den Zucker explodieren. Und das ist aber generell die Kunst. Und das kriegt die Gesine toll hin. Die Weine haben genügend Gelbfruchtigkeit. Sie sind finessenreich, sie haben Grip, sie haben Zug, aber sie haben eine innere Balance. Und das ist natürlich einerseits eine Terroirfrage. Das geht besonders gut, muss man ganz klar sagen, im südlichen Rheinhessen und in der nördlichen Pfalz. Das sind genau genommen aus meiner Sicht so 20 Kilometer im Radius, wo das richtig gut funktioniert und wo wir ein Boden haben, ein Kleinklima haben, um richtige Weltspitzen-Sauvignon Blancs zu erzeugen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Thema sich noch weiterentwickelt und die Gesine ist da stilistisch gesehen ganz, ganz vorne dran und mit 50% Sauvignon Blanc hat sie ja, würde ich sagen, deutschlandweit den höchsten Sauvignon Blanc-Anteil. Also doch Königin des Sauvignon Blanc. So ganz, prozentual. So ganz unrichtig ist diese Aussage, die damals, ich weiß gar nicht, wo das war, im Stern, glaube ich, hat das so vor 10 Jahren oder so plus minus gestanden. So unrichtig ist diese Aussage gar nicht. Ja. Oder sagen wir mal so, sie ist richtig. Sie ist richtig, ich finde auch. Lassen wir das doch mal so stehen. Sag mal, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass du schon so wirklich alte Reben hast, sage ich mal. Ne? Also die Ältesten sind jetzt 20 Jahre alt, genau. Mhm. Das ist dann der Terrossa, der ist da auch noch im Kübel. Klar, da fängt es erst an, richtig Spaß zu machen. Also sonst bei Riesling und so sprechen wir über alte Reben, die sind dann 50 Jahre alt. Mhm. Das kann der Sauvignon in Deutschland noch nicht bieten. Aber 20 Jahre ist ja auch schon ein stattliches Rebalter. Auch hier drin sind schon einige Reben, die schon älter sind jetzt mit der Zeit. Dein Vater hat das schon im Versuchsanbau gepflanzt, hast du gesagt? Es gibt eine Rebsortenliste, was überhaupt nur zulässig ist zu pflanzen. Ja. Und da ist der Sauvignon erst knapp 20 Jahre drauf. Okay. Und vorher kann man dann mit einer Versuchsgenehmigung eben das auch anbauen. Genau, und das tat er. Ich war damals auch ganz klassisch auf Riesling und Pinot. Vielleicht ein paar Burgunder. Und dann kam der Sauvignon ums Eck. Mein Vater ist ein sehr umtriebiger Geist und wollte das ausprobieren. Und ich fand das auch gut. Und mir hat es super gut gefallen von Anfang an. Und dann haben wir das damals gemeinsam und dann ich immer weiter verfolgt. Ja. Jetzt hat der Willem ja gerade gesagt, dass eben also das Gebiet auch sich so gut eignet. Ja, das ist wirklich ideal, ja. Und du warst ja mit mir auch in den Weinbergen. Das ist ja, wir standen ja so, also da passt auch das wieder mit der Königin, weil du standst, man steht da oben auf dem Berg, ne, guckt da so runter auf Bechtheim und so. Aber das sind tatsächlich kann man das sagen? Berglagen, ja. Also da, wo wir standen, ist auf 265 Meter. Das ist jetzt für den Münchner, der auf über 500 lebt, gut, vielleicht nicht ganz so hoch. Für uns Rheinhessen ist das. Für Weinbau in diesen Klimaten ist das durchaus schon hoch, ja. Und das ist für einen Weingenießer, als auch für einen Laien schnell nachvollziehbar, was der Berg macht. Das ist nämlich viel Wind, kühle Nächte, eine lange Reifezeit, sprich eine lange Zeit. Wir wollen ja immer die Trauben so lang wie möglich draußen lassen, sprich viel Aromaeinlagerung. Und das ist natürlich konträr mit dem Zucker, der sich einlagert. Weil wenn wir trockene Weine wollen, dann müssen wir alles während der Gärung in Alkohol umwandeln. Mhm. Und wenn sich das deshalb langsamer einlagert, lieben wir Winzer das, dass man auch mit 12, 12,5 Alkohol auskommen kann und das trotzdem voll die Aromenreife auskosten konnte. Ja. Und dafür spielt die Berglage auch bei der Präzision oder bei den präzisen Weinen, die ich mag, präferiere und produzieren mag, voll in die Karten, ja. Das muss man schon auch sagen, ja. Bist du neidisch auf ihre Weinberge? Du bist ja quasi in der Nachbarschaft. Ich bin gar nicht neidisch, 0,0, weil ich es ja trinke. Berglagen, Wind und so, das meine ich? Nee, also sagen wir so, wir haben die Berglagen und Wind, wir sind auf der anderen Seite mit dem Riesling, aber jetzt nochmal zurück zu Sauvignon. Du musst dich ja schon auch darauf fokussieren, du musst auch, das ist eine Leidenschaft, die man auch erstmal rauskitzeln muss. Das ist genau das, was du gerade von deinem Vater erzählt hast. Umtriebig, probier's aus und es ist ja auch eine Stilfrage, was du machen willst. Ne? Und du kannst auch da Terroir
haben. Wir haben unsere Böden, unsere Lagen, die kannst du unterschiedlich auch prägen, je nachdem, wie du sie darstellst. Mhm. Und ich glaube, das sind einfach zwei unterschiedliche Arten. Deswegen, ich habe immer für mich gesagt, ich kann niemals ein gutes Sauvignon Blanc Winzer sein, weil der ganze Ausbau, den wir haben, einfach komplett konträr geht. Das würde meiner Meinung nach gar nicht so gut schmecken können. Und deswegen habe ich auch früh für mich gesagt, ich trinke es viel lieber. Sehr, sehr gerne von der Gesine. Auch gut. Genau, und du konzentrierst dich aber anders. Man muss ja auch nicht alles produzieren. Genau. Und deswegen auch da sicherlich spielt da nochmal, gerade die Lage um Monsanheim und so weiter, ist es nochmal ein Stück kühler als bei uns Bechtheim. Ist also, wäre zu warm, auch definitiv. Ja. Aber auch jetzt, wenn du über die Kuppe gehst, ein bisschen Westhofen, da wachsen auch schon noch gute Rieslinge. Ne? Mhm. Aber man sieht ja auch umgedreht, dass gerade Terra Rossa kommt ja im Endeffekt auch daher. Halt auch großartige Rieslinge wachsen. Aber das zeigt auch die Vielfalt wieder. Ne? Das macht auch ein Stück weit Rheinhessen aus. Ich glaube, der Sauvignon Blanc-Anteil im Rheingau ist geringer. Das wird auch nicht funktionieren, weil wir haben ja saure Böden. Genau. Ja, wir haben saure Böden. Und das funktioniert der Schieferboden eignet sich nicht für Sauvignon Blanc. Mhm. Sauvignon Blanc braucht alkalische Böden, also Kalkböden. Kalk, genau. Braucht viel, viel Wind, braucht gute Abtrocknung, dass er gute Reife einerseits bekommt und auch kerngesund geerntet werden kann. Und das ist jetzt als Außenstehender, es gibt in Deutschland, würde ich sagen, keinen besseren Standort, wie genau dieses südliche Rheinhessen auf der Höhe und die nördliche Pfalz in den kühlen Seitentälern und auch auf der Höhe. Mhm. Und das sollten wir, denke ich, als deutsche Winzer nutzen. Klar. Und das werden nicht viele sein. Das ist ja eine begrenzte Rebfläche und die Gesine ist da halt ganz, ganz vorne dran, weil große Weine wachsen natürlich erst einmal im Kopf. Aber das, was im Kopf wächst, das muss dann auch umgesetzt werden in das operative Tun. Und es kommt dann noch dazu, dass auch Herzblut erst so langsam wächst. Das sind Prozesse, die brauchen viele Jahre. Wir haben ja jedes Jahr nur einen Schuss mit einem Jahrgang. Und das Schöne ist aber, wenn du in einem Jahrgang verschiedene Schüsse abgeben kannst, weil auch beim Sauvignon Blanc ist ja die Diva schlechthin, muss man sagen. Riesling ist eine sehr herausfordernde Rebsorte, aber endgültig auch eine dankbare Rebsorte. Und Sauvignon Blanc, auch wenn weltweit erst einmal eine Rebsorte, die eher so im Trinkwein-Gedanken gesehen wird, aber große Sauvignon Blancs, die sind die Diven schlechthin. Und die gibt es nur an wenigen Standorten, weil Sauvignon Blanc braucht die richtige Ernte. Und das bedeutet, du kannst nicht über die handwerkliche Größe hinausgehen. Du brauchst genügend Größe, das ist wichtig. Ein Winzer, der das ergänzungsmäßig macht, der macht das aus der Marketing-Sicht. Ich habe auch Sauvignon Blanc. Das machen ja viele jetzt inzwischen. Es ist eine kleine Ergänzung. Ja. Ja. Du brauchst eine Rebfläche, die groß genug ist. Du musst aber sich in einer Größe bewegen, dass du handwerklich unterwegs bist. Und du musst einfach diese Rebsorte, du musst sie in den Griff kriegen. Mhm. Deshalb musst du aber auch gefühlsmäßig mit dieser Rebsorte verschmelzen. Und das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Das haben wir als deutsche Winzer über Generationen mit Riesling gelernt. Das sind wir Vollprofis, das kann uns keiner was vormachen. Und Sauvignon Blanc reden wir von 20 Jahren. Was Neues, ja. Und da muss man sagen, das ist Deutschland mit ganz wenigen Erzeugern. Das sind eine Hand, vielleicht sind es auch zwei Hände. Mhm. Die sind da auf einem richtig guten Weg. Du hast auch gesagt, dein Lesefenster ist ultra schmal, gell? Um das so hinzukriegen, wie du das ins Glas kriegst. Das ist bei Sauvignon, weil die Zuckereinlagerung sehr, sehr schnell geht, muss man relativ schnell zuschlagen sozusagen, muss jederzeit im Weinberg sein und es wahrnehmen und das Zeitfenster, diese Lage, die man jetzt für ideal hält, zu holen, dann auch holen kann. Ja. Also es braucht ein Stück weit, auch wenn Boutique und klein und so alles gerade total hip ist und das sind wir auch alle im Vergleich zu sehr, sehr vielen großen Gütern weltweit. Ihr arbeitet handwerklich mit kleinen Gebinden. Aber wir sind handwerklich, und sind alles kleine Gebinde. Und es wäre auch nicht das Gleiche, wenn diese Menge alle in einem Tank vergoren wäre. Ja? Mhm. Es sind ganz viele kleine Gebinde und letztlich kommen die dann wieder zusammen. Also jede Lage, jeder Weinberg wird einzeln zu seinem optimalen Zeitpunkt geerntet. Mhm. Kommt dann wieder zusammen und dann Blumenstrauß an Aromen letztlich. Ja. Mhm. Und kein einzelner Wein kann so gut sein, wie viele gute Cuvée. Weine, die als Cuvée zusammenkommen. Mhm. Als rebsortenreines Cuvée in dem Fall, ja. Jetzt machen ja echt in Deutschland schon einige Winzer in den letzten paar Jahren Sauvignon Blanc, weil es so ein bisschen schick geworden ist. Ne? Aber ist denn dann dieser typische Sauvignon Blanc-Trinker überhaupt der sich bei dir wohlfühlt? Weil das ist anders, das ist außergewöhnlich. Es finden sich beide bei Wedenborn, ja. Also es gibt Sauvignon-Trinker, die auch sich in dem Gutswein total zu Hause finden, aber auch ernsthafte
Weintrinker, können sich trotzdem darauf einlassen, ja. Weil es eben nicht zu grün, aber auch unbedingt nicht zu überreif ist. Okay, ja. Willem, du machst ja gar kein Sauvignon Blanc, sondern Riesling. 100% Riesling. 100% Riesling, ja. Und der Jochen hat auch schon gerade da was in der Flasche. Ne? Füllt doch mal aus. Vorbereitung nehmen wir im Lauf. Wird alles präpariert. Der Sauvignon ist sehr dominant. Und okay, deswegen brauchst du so 2-3 Umdrehungen. Okay. Ich bin ja immer dafür prädestiniert, dass ich durcheinander mache. Und jetzt hast du es schon wieder gemacht? Du hast gerade... Das ist kein Problem. Ich bin direkt gut eingestiegen. Wir sind gleich richtig eingestiegen. Wir tippen uns runter. Bei der ersten Nase trinken Sie mal runter, aber ein guter Riesling muss dann auch als Ortswein nach der ersten Lage dann auch noch funktionieren. Okay. Also was haben wir denn jetzt im Glas von dir, vom Weingut Robert Weil? Ja, wir haben jetzt einen Klosterberg. Wir haben ja, auch wir sind Berglagenwinzer, Begeisterte, heißt kühler, heißt Wind, heißt lange Hängezeit der Trauben. Die Zuckereinlagerung findet nicht so schnell statt. Mhm. Die Beeren sind relativ klein, karger Boden, in unserem Fall Phyllitboden, also grauer Schiefer. Also saurer Boden, wie wir vorhin gelernt haben. Saurer Boden, da passt mit dem Riesling sehr, sehr gut. Und das ist jetzt eine erste Lage. Wir haben ja 4 verschiedene Stufen. Das ist der Gutswein von Grund auf Gut. Die nächste Stufe ist der Ortswein, den haben wir auch hier. Und wir steigen aber jetzt mal, da mal gleich richtig einsteigen. Der Jochen macht keine halben Sachen. Gleich bei einer ersten Lage ein. Darüber gibt es natürlich dann noch die große Lage. Ja, der Riesling passt einfach zu uns. Deshalb sind wir mal langweilig und wechseln da auch nichts. Das haben wir über Generationen so durchgehalten. Aber 100% Riesling, das ist mal eine Ansage, jetzt mal ehrlich. Einerseits ja, aber es gibt natürlich auch ein Profil, es gibt ein klares Gesicht. Die Welt weiß, ja, was von uns zu halten hat. Rheingau ist Riesling, Riesling ist Rheingau. Und Weil ist in der Extremform halt Riesling. Und ist ein klares Statement. Ja. Was den Vorteil hat, dass man natürlich, wenn man auf dem Weltmarkt ist, auch eine Unverwechselbarkeit hat, auch mit Etikett und dem ganzen Tun. Es hat vielleicht aber auch den gewissen Nachteil, dass man natürlich nicht einem Direktkunden eine ganze Breite, einen Blumenstrauß verschiedener Weine bringt. Ja? Auch das muss man ganz klar sehen, weil es gibt ja durchaus den einen oder anderen Weinkunden, der sagt, ich trinke das gerne und das gerne, dann gehe ich in den Weingut, suche mir das aus oder suche mir das aus. Das können wir nicht. Wir sind Riesling-Spezialisten, aber wir fühlen uns da durchaus sehr wohl damit. Ja, und sag mal was zu dem Wein, den wir jetzt im Glas haben. Ich glaube, die Gesine hat den noch gar nicht im Glas, oder? Doch auch. Hast du nicht aufgepasst? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe eben gerade ehrlich instinktiv gedacht, dass 2020 den Lagen rund um euch extrem gut steht, finde ich, weil es halt auch eine schöne, also wir haben am 19 schon einen Riesling-Jahrgang gehabt, der sehr viel Saft und sehr viel Reife hat. Und 20 ist vielleicht noch mal einen Ticken reifer, weil du eben gesagt hast, Wind offen, kühl, Berg. Das passt schon sehr, sehr gut. Und der ist schon, auch wenn der so jung ist, noch brutal präsent. Ich habe tatsächlich schon länger getrunken und finde es sehr, sehr, sehr gut. Du hast schon mal vorgetrunken? Ja. Man muss sich ja orientieren. Genau. Der muss ja wissen, was er uns einschenkt, ob das gut ist. Nein, echt spannend. Also ich finde auch da, ich meine, du hast eben gerade gesagt, 100% Riesling ist ein Statement, ist auch eine Herausforderung. Umgedreht ist ja bei uns so, wir sind ja unserem Rheinhessen, wo wir da zum einen experimentierfreudig sind, zum anderen ja aber auch viele Möglichkeiten haben. Manchmal gerade eher umgedreht so, dass wir sagen, oh Mensch, bei uns geht eigentlich zu viel. Und wir würden uns manchmal ein bisschen mehr Fokus wünschen. Und ich glaube, ein großer Teil von unserer Veränderung damals kam ja auch, weil wir uns mal ein Stück fokussiert haben. Wenn wir sagen, wir sind mit 60% Riesling oder sowas dann halt schon mal einigermaßen fokussiert, kann man halt sagen, 100% ist halt ideal zum Schluss. Ne? Aber Riesling ist ja auch schon sehr charaktervoll und eben auch in jedem Jahr anders. Aber das macht es auch aus, finde ich. Also ja. Das finde ich total spannend. Ist denn also jetzt... Ich hätte auch 100% für das. Hättest auch gern 100%, oder? Wollte ich dich immer fragen. Wie ist denn das eigentlich, Willem, hast du überhaupt die sogenannten Einstiegstrinker bei dir? Weil, oder hast du wirklich nur Menschen, die sich viel mit Wein beschäftigen, die deinen Wein auch kaufen? Weil es gibt ja doch immer noch Menschen, die sich neu rantrauen an Wein. Die haben ja oft so ein bisschen Sorge bei Riesling. Und jetzt hast du 100% Riesling. Also Riesling ist definitiv nicht der Einsteigerwein schlechthin. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen. Dafür ist der Riesling... Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, die Gesine nimmt noch mal nach. Das ist ein gutes Zeichen. Er ist gut. Er ist gut. Der Riesling ist der Rebsamus. Ha 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 ha!
So, entschuldige. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, genau. Also Riesling ist nicht der Einsteigerwein schlechthin. Mhm. Also das definitiv nicht. Aber es gibt ja immer mehr Menschen, die sich gerne mit Wein auch beschäftigen. Mhm. Auf der anderen Seite ist heute Riesling, auch in Zeiten der globalen Erwärmung, hat eine, würde ich sagen, gegenüber früheren Generationen eine neue Balance in sich gefunden, dass die Säure immer noch präsent ist. Mhm. Es ist aber eine reife Säure, es ist eine elegante Säure. Es ist eine Säure, die auch sehr trinkanimierend ist und die sehr gut mit dem Essen funktioniert. Also deshalb würde ich sagen, dass der junge Mensch, und das hat nichts unbedingt mit biologischem Alter zu tun, das kann der wirklich Junge sein, das kann aber auch der 60- und 70-Jährige sein, der da weltoffen ist und der sich da gerne mit beschäftigt, der sich damit rantastet, durchaus heute auch in einer Breite mit Riesling da gut zurechtkommen kann. Mhm. Aber Gott sei Dank, es muss ja auch nicht jedermann schmecken, weil über Geschmack kann man endgültig auch nicht diskutieren. Geschmack ist was sehr, sehr Persönliches. Und selbst der größte Weinpapst sollte nicht versuchen, einem Weintrinker zu erklären, was er zu trinken hat. Okay. Weil das ist was sehr, sehr Individuelles, was sehr, sehr Persönliches. Und Riesling ist ja mit 20% Rebsorte auf ganz Deutschland auch nur dann eine begrenzte Rebfläche, wobei Deutschland ja der größte Riesling-Produzent weltweit ist. Mhm. Und es passt auch zu diesem Klimat, was wir haben und auch zum Terroir. Und ich würde sagen, wir wachsen auch weiter in zunehmende Rieslinggröße hinein, weil die globale Erwärmung bei aller gesellschaftlichen Problematik, die mit sich bringt, gar keine Frage, hat uns ja konstante Weinqualitäten beim Riesling geschenkt, wovon unsere Großväter und selbst Väter noch davon geträumt haben. Also das dürfen wir nicht vergessen. Also wir finden es super und ich kann das auch absolut akzeptieren, wenn der eine oder andere dann andere Rebsorten mehr im Fokus hat und präferiert. Das ist ja das Schöne. Wein ist was, wo man drüber reden kann, wo man Spaß haben kann, wo man auch immer auf der Suche ist, auch in der Kombination Speise und Wein, die verschiedenen Trinkanlässe. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Natürlich in der Preisklasse, wo wir unterwegs sind, das fängt ja bei uns beim Gutsriesling jetzt mal mit 15 Euro an und geht dann bei den Ortsweinen 20 und bei den Erstlagen 30 und dann geht das dann noch wesentlich höher. Das ist natürlich, das ist ein Publikum, was schon großen Wert auf Spitzenwein legt. Das hat aber nichts unbedingt mit zu tun, dass das Portemonnaie immer absolut dicke sein muss. Wir haben auch durchaus Studenten, die für einen studentischen Lohn mit Freude sich ein großes Gewächs für 50 Euro bei uns kaufen und die müssen hart dafür arbeiten. Mhm. Auch die gibt es. Also, es hat was mit Wertschätzung zu tun. Es hat was mit Wertschätzung zu tun, mit Interesse zu tun. Ja, also wir sind da durchaus happy. Bisher ist jede Flasche immer noch getrunken worden und eigentlich sind wir immer tendenziell fast zu früh ausverkauft. Also wir machen ja das hier normalerweise jetzt nicht, dass wir über Hektar sprechen, aber ich finde, in diesem Fall muss man das mal sagen. 100 Hektar wirtschaftet das Weingut Robert Weil, richtig? Knapp 100 Hektar Ertragsrebfläche, ja, mit 100 Prozent Riesling oder auch 800.000 Flaschen. Anderthalb, also die Weinberge verteilt, Luftlinie 1,5 Kilometer vom Weingut entfernt. Alles ums Weingut. Arrondiert, wie man so schön sagt, also alles aneinander liegen. Wie kommt man denn an solche Lagen dran? Was hast du da gemacht? Das ist ein großes Glück, was sich eigentlich in der Vergangenheit schon abgespielt hat. Das Rheingau ist ja sehr kulturkonzentriert, könnte man sagen. Mhm. Kulturkonzentriert, aber auch gerade über Mainz beherrscht gewesen, weil diese Kulturlandschaft links und rechts vom großen Fluss gehört ja irgendwo zusammen. Aber im Mittelalter hat das Rheingau zu Mainz gehört, zum Bistum Mainz. Und die Rheingauer waren damals schon freie Bürger, also man hatte Stadtrechte gehabt auf dem Land. Dass also einerseits das freie Winzertum sich toll entwickeln konnte, auf der anderen Seite aber war das Rheingau immer geprägt und auch dominiert durch die Kirche, durch die Klöster und auch durch den Adel. Und mein Urgroßvater, als der durch den Krieg zwischen Frankreich und Deutschland 1870, 71 Frankreich verlassen musste, der war Professor für Deutsch an der Sorbonne in Paris, kam dann in die Nähe von Kietrich, erst nach Wiesbaden und hatte dann die Chance, dieses damals noch nicht Weingut, sondern dieses Anwesen zu kaufen und das Wichtigste, aber die besten Weinbergslagen. Das war eine reine Zufälligkeit. Ihr habt von da an schon diese tollen Lagen gehabt. Also Kietrich, also das ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber es ist halt durch Kloster Eberbach, einer der schönsten Zisterzienserklöster weltweit,
Das ist der Klosterberg, der da direkt angrenzt. Natürlich der Steinberg, die alte historische Lage zum Kloster auch dazugehörend. Dann des Weiteren aber auch der Turmberg und der Gräfenberg. Der Gräfenberg war im Besitz von 12 gräflichen Familien in dieser Zeit. Die wiederum haben im Schutz dieser Burganlage gelebt. Das war der wichtigste Landweg über Limburg bis nach Köln, wo Wein transportiert worden ist. Und von daher gibt es in Kietrich, in diesem kleinen Ort, halt eine unglaubliche Kulturdichte. Das war in einer großen Umwälzung gewesen, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und genau just in dieser Zeit ist mein Urgroßvater nach Kietrich gekommen. Okay. Und somit konnte halt diese arrondierte große Fläche direkt um das Weingut gelegen, Luftlinie mit Klosterberg, Turmberg und Gräfenberg dann entstehen. Und damit 100% Riesling. Also es sind die Zufälle, ja. Es gehört im Leben halt auch irgendwo Glück dazu. Aber du hast das schon noch ein bisschen ausgebaut, oder? Ja, so. Das waren nicht 100 Hektar. Nein, das war es nicht. Also das Weingut hatte in der Ursprungsgröße dann 30 Hektar und hat sich dann in meiner Zeit dann auf 100 Hektar dann erhöht. Da kamen also dann einige Glücksfälle auch in meiner Generation noch dazu. Noch dazu, ja. Praktisch. Sehr praktisch, sehr praktisch. Stehst du dann manchmal da an deinen Weinbergen, schaust da so drüber? Ich stelle mir das so vor wie in der König der Löwen. Weißt du, so alles, was dein Auge berührt, ist dir. Also das ist ja schon verrückt. Also eine Fläche von 100 Hektar. Wie viele Fußballfelder sind denn das? Das ist doch, wie managt man das als Wein? Das sind 100. Ein Fußballfeld hat schon über Hektar. So viel wie ein Hektar. Also das reine Fußballfeld. Ich habe schon gehört, dass du gut bist mit Zahlen. Siehst du, da weiß ich ja jetzt Bescheid. Okay. Besitz ist sowieso was sehr Relatives. Also meine Lebensauffassung ist, glückselig ist der, der dient und dafür belohnt wird und dafür dann auch Früchte ernten darf, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, was wir Winzer ja tun. Ansonsten sind wir ja nur Sachwalter in einer Generation und geben die Staffelweise in eine nächste Generation. Und ich denke, das Entscheidende ist, dass man für ein Ziel dient. Und mir ist der deutsche Spitzenwein was ganz, ganz enorm Wichtiges, natürlich im Spannungsfeld von Tradition und Moderne. Also gerade die Weinbergsklassifikation, dieses Herausarbeiten geborener Qualitäten aus dem Weinberg, das Handwerk, was mir sehr, sehr wichtig und entscheidend scheint, in den Mittelpunkt zu stellen. Und logischerweise aber diese Tradition auch immer weiterzuentwickeln, weil ich der festen Überzeugung bin, jede Generation hat die Aufgabe, sogar fast die Verpflichtung, ihre Fußstapfen zu hinterlassen. Mhm. Also Tradition hat nicht was mit verstaubt zu tun, sondern die konsequente evolutionäre Weiterentwicklung derer, dass man an der nächsten Generation dann auch wieder eine brennende Flamme übergeben kann. Das ist was sehr, sehr Wichtiges. Aber nicht das unbedingte Brechen mit dem, was vorher war. Weil alles, was man heute tut in der Gegenwart, hat Vergangenheit gehabt und muss natürlich auch visionär in eine Zukunft getragen werden. Ich finde das sehr bescheiden. Aber dennoch ist das, also ich denke, das darf man einfach sagen, du bist eine Institution im deutschen Wein, oder? Darf man sagen? Ach, okay, es gibt einige Institutionen. Aber das ist halt so, ist doch toll. Aber war das nicht für euch auch so, jetzt mal ehrlich, dass der Wilhelm einfach auch so eine Art Vorbild war, was er gemacht hat mit seinem Wein, wie er das weiterentwickelt hat, was er für den deutschen Wein gemacht hat? Also wenn man ganz klar eine Sache sagen muss, dann ist es so, es gibt ja, wir haben vorhin am Tisch mal über das Thema gesprochen, dass Weingüter auch zu Marken werden, weil sie eben für Dinge einstehen, Grundprinzipien haben, die nach außen vertreten, beziehungsweise sich dadurch auch darstellen. Und man muss ganz klar sagen, das Weingut kommt ja aus einer Zeit, ich meine, in den letzten 20 Jahren hat es enorm viel verändert. Und vorher war es aber so, dass es halt vielleicht, es gab auch Traditionsbetriebe, aber so richtige Marken gab es für den deutschen Wein, gerade international, auch wenige. Und da ist sicherlich ganz klar der Wilhelm Weil die deutsche Riesling-Marke. Ja, oder? Wenn du siehst heute, wir haben so viel Aufmerksamkeit mittlerweile, was großartig ist, aber ihr habt ja auch in einer Zeit angefangen, wo das eben nicht ganz so einfach die war. Die Aufmerksamkeit war letztlich nur möglich, weil die Grundpfeiler nach dem Weinskandal gelegt wurden, ne? In den 80ern oder End 80er und Anfang 90er, da jemand vorangeprescht ist.
Wilhelm und andere. Und das heute noch tut. Also das weiter tut, nicht, ja, genau, PS ja. Nicht recht leider. Verloren. Ja. Aber nur so war das möglich, genau auf was man sich zum Beispiel in Hessen dann vor 20 Jahren neu erfunden hat. Das wäre ohne das alles nicht möglich gewesen. Das ist genau der Punkt. Also da muss man schon sehr demütig sein, dass es da auch ein Fundament gab, auf dem man dann aufbaut. Ich meine, wir wollen keine Heldenverehrung machen. Das ist, aber man muss es schon mal sagen dürfen. Ne? Ich glaube, da ist ja auch viel Engagement neben dem reinen Produktion, die dafür da ist, dass du überhaupt das Standing weltweit hast. Da reden wir immer international. Wir reden über den deutschen Wein weltweit. Ja. Ich glaube, da ist schon enorm viel passiert. Das ist eine große Leistung. Das muss man auch ganz klar anerkennen. Und es ist gut, dass es immer weiter so geht. Mal schön weiter. So, jetzt aber genug. Was ja wahrscheinlich häufiger mal als Kritik kommt, ich sage das jetzt einfach mal so, ist ja, bei 100 Hektar stellen sich wahrscheinlich Menschen die Frage, ist das handwerklich gemachter Wein? Aber ja, das macht ihr. Ja, okay, da gibt es ja keine Frage von Größe. Da gibt es ja. Genau, aber das muss man vielleicht mal erklären. Ja, da gibt es ja endgültig weltweit ganz andere Größen. Also wir haben ja doch sehr beschauliche Größen in Deutschland, was die Weingüter angeht. Also ich bin der Meinung, aber das sieht jeder aus seiner eigenen Brille, wir fühlen uns mit diesen rund 100 Hektar eigentlich sehr, sehr wohl. Weil wir haben dadurch alle Möglichkeiten, handwerklich selektiv zu arbeiten. Wir haben die verschiedenen Varianten und wir können natürlich dann die vielen, vielen Einzelfässer, einerseits Edelstahltanks, andererseits Holzfässer, das sind so rund 500 Einzelgebinde. Und da geht es im Grunde natürlich dann auch um die entsprechende Küvettierung. Das ist ja nicht das klassische Cuvée, weil wir 100% Riesling haben. Und trotzdem erreicht man durch die Zusammenstellung der Einzelfacetten, der Einzelgebinde, kann man Weinen einen letzten Kick geben. Das Wichtige ist an der Sache, dass man das natürlich bei einer gewissen Größe auch entsprechend koordiniert und dass man einen entsprechend guten Mitarbeiterstamm hat, ein gutes Team hat, dass das auch leidenschaftlich umsetzt. Also das heißt, der Unternehmer hat sogenannte weitere Unternehmer unter sich, die das alles mittragen. So haben wir halt drei Kellermeister und wir haben zwei Außenverwalter, die das leidenschaftlich mit mir halt mittragen. Und die Leute, die mit mir vor über 30 Jahren angefangen haben, die sind alle heute noch da. Super. Und das macht natürlich dann auch ein Weingut sehr, sehr reich. Ja? Weil ein Weingut ist nur so reich wie die Mannschaft. Ja? Die Mannschaft macht ja die Leistung. Und meine Auffassung ist, ich bin der Trainer. Ich muss nicht der beste Spieler sein in jeder Position. Aber was ich kann, ich bin der Trainer. Und ich weiß sehr wohl, wo ich die Mannschaft wie einsetze, wie ich es kombiniere. Und meine Aufgabe ist es, das so zusammenzusetzen, dass wir in der Champions League, und der, denke ich, sind wir, dass wir die Spiele gewinnen. Jeder kriegt im Grunde so viel Freiraum auf dem Spielfeld, wie er auch bereit ist, Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Du bist aber, das finde ich, muss man schon nochmal sagen, du bist jetzt nicht nur der Trainer und Verwalter dieses Weinguts, sondern du bist auch Winzer. Ja, ich habe auch selbst mal Fußball gespielt. Ja. Okay, also ja gut. So, wie nennt man das? Trainer, Spieler? Der Motor? Spielertrainer. Spielertrainer. Also Wilhelm ist schon für die Produktion entscheidend. Also ein richtig guter Trainer, muss auch mal ein richtig guter Spieler gewesen sein und muss auch das Herzblut haben, muss das einfach spüren und muss wissen, wie es geht. Ja. Und dazu gehört halt einfach, ich habe eine Winzerlehre gemacht. Ich weiß, wie das ist, draußen zu stehen bei minus 10 Grad und Reben zu schneiden. Ich weiß, was noch kälter ist, im November die Beeren aus diesen Trockenbeeren zu selektionieren. Weil wer das einmal gemacht hat, das sind zwar dann 5 Grad Celsius plus, wenn du aber den Traubensaft an den Fingern hast, dann gucken, was das für Schmerzen bedeutet. Aber ich muss nicht alles können, das müssen wir alle miteinander nicht, aber ich weiß es, wie es vom Grundsatz her funktioniert. Ja. Man muss sich halt aber auch immer ein bisschen die Demut bewahren und muss andere auch tun lassen. Dann kriegt man da richtig Drive in die Sache rein. Wenn man dann unsere Leute sagt, sagen die natürlich, der Wald ist ein Kontrollfreak. Der hat alles unter Kontrolle. Natürlich weiß ich alles, aber ich muss es ja nicht zugeben. Nee. Ja. Also, so ein Tier.
Nee, aber ich habe gelesen, du machst so lange Listen. Da hast du aber sehr genau gelesen. Also über dieses Stadium bin ich hinweggekommen. Es gibt nämlich eine wesentlich bessere Angelegenheit. Das stimmt, Checklisten zu haben. Mhm. Also soll und ist abzugleichen. Mhm. Das ist was sehr, sehr Entscheidendes. Mhm. Und wenn Dinge sehr komplex sind, also mein Kopf ist relativ groß, aber so groß kann ein Kopf überhaupt nicht sein. Aber ich lasse heute Checkliste die Abteilungsleiter schreiben. Ah, sehr gut. Das hört sich alles so dramatisch an. Wir sind ein landwirtschaftliches Unternehmen, aber die stellen ihre Checklisten mir vor. Mhm. Und ich gucke über die Checklisten drüber, dann weiß ich auch, ob die ihr Job kapieren, dann gebe ich meinen Senf dazu und dann geht manches leichter. Weil wenn du nämlich alles vorgibst, das war so meine Taktik vor 30 Jahren, vor 20 Jahren und vor 15 dann Jahren. Denkt keiner mehr ich weiß mit. Auch sehr genau, wer das mit den Checklisten, du hast aber sehr gut recherchiert, wer das gesagt hat, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Winzer heute, der bei uns früher dann auch im Team war. Man muss Menschen auch Freiräume geben. Ja. Das siehst du ja auch so, Jochen, gell? Freiräume ist für dich auch so ein wichtiges Thema im Betrieb. Es geht tatsächlich darum, jeder will heute auch irgendwie ein freier Geist sein, will sich verwirklichen, einbringen, beziehungsweise auch irgendwo an was mitarbeiten. Ich glaube, wenn du es zu arg einengst, dann ist das echt das Thema. Auf der anderen Seite musst du aber auch irgendwie, je größer das Team ist, auch ein bisschen die Kontrolle bewahren. Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, du musst selbst immer wissen, über alles Bescheid wissen, eben die Demut auch zu haben, zu sagen, ich bin grundlegend Winzer und ich kenne mich in jeder Position aus, aber ich weiß auch, ich kann nicht mehr alles erfüllen, sondern du brauchst im Endeffekt die Leute, die das für dich zum Schluss auch durchführen, nach deiner Idee. Ja. Solange du im Detail arbeitest, kann der Betrieb so groß sein, wie er will. Du musst halt im Detail bleiben, dann kannst du manchmal sogar, auch im großen Betrieb hast du Spielwiese von verschiedenen Sachen, mit denen du arbeiten kannst, aber du musst halt im Detail bleiben. Wenn du einmal anfängst, nachlässig zu werden und irgendwie zu sagen, jetzt mache ich mir es einfach, dann hast du verloren. Mhm. Mit dem Team, mit dem Personal, mit dem Betrieb, mit allem. Sondern der Teufel steckt zum Schluss im Detail. Mhm. Und es geht ja zum Schluss auch, was herauszuarbeiten. Mhm. Aber ohne ein gutes Team, ohne begabte Hände, ohne immer wieder neue Wind und neue Inspiration, Weiterentwicklung, wird es nicht funktionieren, egal bei wem. Aber du guckst auch immer drauf, gell? Hast du gesagt? Ja, ich finde auch Details total wichtig. Ja. Und das auch weiterzugeben, das zu vermitteln. Mhm. Wir sind alle Adern des Betriebs. Alle Fäste. Egal wie groß. Qualität braucht fast ein Stück Größe. Ja? Ja. Wenn du nur ein Fass hast davon. Kannst du auch nicht so viel draus machen. Ja, das Leipzig sagt, Qualität braucht Platz. Ja, auch ist das. Auch Ordnung braucht Platz. Auch ein bisschen Fläche, habe ich jetzt gelernt. Steht auf keinen Fall im Widerspruch. Mhm. Definitiv nicht. Ja. Okay. Ganz im Gegenteil. Die Weinberge von der Gesine und vom Jochen ja auf der schönen rheinhessischen Seite. Deine Weinberge sind auf der Rheingau-Seite. Da gibt es ja immer, die ist ja auch sehr schön. Aber da gibt es ja immer so schöne Sticheleien. Aber tatsächlich ist der Rheingau nicht auch irgendwie anders als Rheinhessen? Für jetzt Zuhörer, die eben in beiden Regionen noch nicht waren, kann man das mal so ein bisschen zusammenfassen, was denn Unterschied ausmacht? Oh, jetzt seid ihr alle. Ah, still. Jetzt formuliert also ich korrekt. Es hat, Rheingau und Rheinhessen hat viel gemeinsam. Mhm. Aber auch einiges, was ich will nicht sagen, dass konträr ist, aber schon gegensätzlich ist. Ne? In Rheinhessen war früher fast eigentlich nur der Rote Hang bekannt und das andere wurde als Hinterland abgeschrieben. Ja. Und der Rheingau und Rheinhessen sind auch heute teilweise sehr verschieden, weil der Rheingau auch was sehr Kulturelles, auch was Mondänes hat, was Rheinhessen nicht zu bieten hat. Dafür ist Rheinhessen hat vielleicht mehr das Ursprüngliche, das Idyll, ja, ist auch nicht ganz so durchreist und touristisch, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Wir genießen eigentlich beide Anbaugebiete so im Gegensatz total gerne oder vielleicht auch eine Synergie. Kann man vielleicht sagen, Rheinhessen ist so ein bisschen französisch angehauchter und der Rheingau preußisch angehauchter, so ein bisschen... Das hat was. Genau, da haben wir mal drüber gesprochen. Das ist durchaus, die Rheinhessen haben zu der Pfalz Ähnlichkeiten, aber auch zum Rheingau. Mhm. Also es gibt verschiedene, wir Linksrheiner sind durchaus ein bisschen französischer und der Rheingau ist ein mehr bisschen... Mehr laissez-faire. Genau, Rheingau ist ein bisschen preußischer, aristokratischer teilweise vielleicht. aber sprachlich hast du fast zum Rheingau durchs Bistum Mainz mehr
Dialekt gleich. Mhm. Also das ist ja fast ähnlicher. In so einem Pfälzern wiederum, ja. Also okay, der Rhein. Name des Gebiets. Ist zwar eine Grenze, aber auch, es gibt ja Brücken. Es gibt ja manche, die sagen, der Rheingau ist ein bisschen verstaubter und Rheinhessen ist ein bisschen quirliger. Das muss ich dementieren, Entschuldigung. Das muss ich sagen. Dem Rheingau, nee, das wird dem Rheingau. Du musst sagen, du kriegst unter den Tisch, hast du getreten? Nee. Das wird dem Rheingau nachgesagt und ich finde das so gemein, unfair, weil das nicht stimmt. Ich weiß gar nicht, warum das gesagt wird, ja. Natürlich gibt es eine Art von Tourismus, die wir jetzt vielleicht nicht teilen. Mhm. Und es gibt alte Gemäuer, die aber mit sehr viel Leben gefüllt sind. Und es gibt im Rheingau, da ist so viel los. Schon immer und wieder und immer noch. Also enorm. Ich find's nicht angestaubt. Ich glaube, die Unterschiede sind, dass halt im Rheingau viel Bestand und auch sich weiterentwickelt hat. Und Rheinhessen halt viel weggebrochen war und sich neu entwickelt hat. Erst und so die letzten 20 Jahre eigentlich. Ich meine, guck mal, Rheinhessen vor 20 Jahren. Jetzt. Ja. Und dann muss man sagen, da haben die Weinkarte um Mainz mit Rheingauer Weine dominiert. Mhm. Und mittlerweile sind auch eben, findest du auch viel rheinhessische Weine auf der Karte. Und das war früher nicht denkbar, weil es auch teilweise einfach schwierig war. Ne? Und das, ich glaube, einfach deswegen, das ist hier sagen wir in Rheinhessen, ist enorm viel passiert. Mhm. Und logischerweise hat sich auch der Rheingau weiterentwickelt. Ne? Das ist ganz normal, aber ich glaube auf ein ganz anderes Fundament. Und das ist jetzt gerade was bei uns halt einfach, was viel, viel passiert ist. Es wird ja dann oftmals auch gerne so ein bisschen, es wird im Brei rumgerührt und es wird zum 500. Mal wiederholt. Mhm. Und ich so wie ich das heute getan habe. Ja, das ist doch gut so, aber du gibst den Anlass, dass wir es jetzt hier klären gemeinsam mit dich. Das ist ja das Schöne an der Sache, dass ich jetzt mal vermute, dass der Rheingau durchaus in einigen Jahren auch wieder, zwar als Traditionsregion, aber durchaus auch als hip empfunden werden kann. Auf der anderen Seite, Rheinhessen kann verdammt viel als größte Weinbauregion gemeinsam mit der Pfalz, ich glaube so mit 25.000 Hektar in der Summe, mit der Vielfalt auch der Rebsorten, also einerseits diese Burgunderwelt, die, ich weiß nicht, da werden wir vielleicht nachher auch was mitgebracht. Aber Rheinhessen hat ja einerseits eine tolle Burgunderwelt, hat aber unter Beweis gestellt, dass Rheinhessen auch grandiose Rieslinge kann an den richtigen Standorten, also absolut Upper Class, und hat natürlich auch genügend Freiraum für eine gewisse Exotik. Mhm. Wenn ich das jetzt Sauvignon Blanc, war vor 20 Jahren noch eine Exotik und hat aber zwischenzeitlich, zeigt sich, dass dort die besten Sauvignon Blancs wachsen, die sogar international für sich in Anspruch nehmen können, ganz vorne mitzuspielen. Ich finde, das Schöne ist, endgültig sind wir ja eine Kulturlandschaft, links und rechts vom großen Fluss, mit den Unterschiedlichkeiten, die auch sinnvoll sind, dass wir sie pflegen, aber aus der Vogelperspektive international gesehen, sollten wir viel, viel, viel mehr an einem Strang ziehen. Ja. Sagen wir nicht, 100%, ja. Ja, wir sollten lernen, auch ein bisschen größer zu denken. Ja. Und da kommen wir, würde ich sagen, global und endgültig globales Denken, denke ich, das ist die Zukunft. Ja? Das ist unabdingbar. Da kommen wir noch wesentlich weiter, ja. Mhm. Wir sind als Deutschland ein kleines Weinland in der Welt, in der Weinwelt. Wir sind sehr speziell, Gott sei Dank. Wir sind sehr in der Nische. Ob es der Riesling ist oder das Sauvignon Blanc, aber wir sind sehr, oder die Burgunder, aber sehr, sehr in der Nische. Und genau damit halt eben diese Vielseitigkeit zu zeigen, gemeinsam nach Hause zu transportieren. Das ist auch unser Schritt für die nächsten Jahre, die wir noch viel, viel mehr gehen müssen. Ist dieser Austausch zwischen den Winzern auch für dich so wichtig? Ja, das ist schon schön. Ja. Redet ihr dann zu Hause nur noch über Wein? Der Tag hat 24 Stunden. Davon arbeiten wir einige, schlafen ein paar. Und es gibt ja auch Familie und andere schöne Dinge des Lebens. Essen zum Beispiel. Ja. Und ja, wir reden auch über Wein, aber ich glaube gar nicht so viel, wie man vielleicht so glaubt. Aber ist das nicht sogar manchmal auch toll, dass man einfach jemanden hat, wo man einfach auch mal man hat ja seine eigene Vision, aber man hat vielleicht auch mal so ein Gefühl, wo man gerne mal drüber reden würde, so eine Fragestellung oder sowas? Das ist schon gut, vor allem das Verständnis ist da. Das Verständnis für den Job, füreinander. Ja. Auch ein wichtiger Sparringspartner, klar. Wenn man eine Meinung braucht, dann kann man sich austauschen. Aber natürlich sollte man sich auch da in den Details verlieren. Nee. Das ist gar nicht möglich. An, und, ja, genau. Entschuldigung. Alles gut? Wir müssen mal anstoßen. Ich bin schon ganz neugierig. Ich habe schon getrunken. Lieber über Wein reden. Ich habe schon mal vorgesungen.
Zum Wohl. Also ich kann zumindest wesentlich besser trinken, wie ich Wein machen kann. Das können wir alle klappen. Ja, aber das ist eine ganz wichtige Einstellung. Das ist ja eigentlich, dass man immer wieder versucht, es noch besser zu machen. Das ist ja eigentlich erstmal die Garantie, dass man den Standard erstmal hält. Ja? Und man muss auch viele andere Weine trinken, um die eigenen zu verstehen. Also deshalb gebe ich nicht auf die Idee, den eigenen Wein privat zu trinken. Das machen wir natürlich. Wir lieben auch die Weine, wir mögen sie. Aber es ist ja viel interessanter, andere zu probieren. Einerseits, weil man neugierig ist, weil man gerne trinken, gut essen, das ist ja zentrale Komponenten des Lebens, aber auch logischerweise mit der konsequenten Verfolgung eines Ziels, probiere und trinke viele andere Weine, um die eigenen zu verstehen, um sie einzuordnen. Mhm. Ja, das ist ein ständiger Prozess. Ich habe gelesen, du trinkst die eigenen Weine auch nicht mehr, weil die einfach so teuer sind. Ja, das ist klar. Das ist jetzt ein Marketinggeschwätze natürlich. Das ist richtig, sage ich natürlich, aber das ist ein Marketinggeschwätze von mir. Ach, von dir? Okay. Das, ja. Nein, es war ein Witz, aber mit diesem Monte Vaccano und das so. Das ist, natürlich sagt man sowas. Man wird sowas gefragt, ja, trinken Sie jetzt nur Ihre eigenen Weine? Ja, okay. Sagen wir mal, sehr verliebt in die eigenen Weine. Das ist, denke ich, von vielen die denke. Ja. Und dann sagst du dann doch deutlich, nein, ich trinke eigentlich privat überhaupt nicht die eigenen Weine. Und dann kommt dann so ein gewisses Entsetzen und dann kommt natürlich sowas, das ist mir zu teuer geworden, ich muss andere trinken. Und dann kommt aber die seriöse Aufklärung. Natürlich trinke ich gern die eigenen, sonst würde ich sie nicht so vinifizieren, genauso wie du und du, Gesine. Das ist, wir würden sie ja nicht so machen, wenn wir sie so nicht mögen würden. Yeah. Aber es ist viel interessanter, andere Weine zu trinken. Und du wächst auch mit dieser Sache dann. Wir lernen ja nur so, ne? Wir lernen ja was trinken. Was sagt er denn jetzt zu diesem Wein? Gesine Flüster. Jetzt haben wir Riesling. Riesling. Vier Jahrgänge. 2017, 2018, 2019, 2020. Wir sind halt eben ja auch von unseren Bödenlagen ein bisschen wärmer grundlegend schon. Ich glaube, das schmeckt man auch. Das ist ganz spannend im Vergleich. Und es war aber für uns so eine Idee, dass wir gesagt haben, wir wollten eben die Leute ein bisschen wegkriegen, dass sie immer mehr Grauburgunder trinken und so weiter, sondern wir wollten auch zeigen, guck mal, wenn Riesling reift. Wir haben eben auch schon mal über Zeit gesprochen. Zeit ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns, dass wir gesagt haben, gerade Riesling ist ja eine Rebsorte, die mit dem Alter, mit der Zeit einfach unheimlich viel an Harmonie und Ausdruck nochmal gewinnt. Und wir haben halt mit dem Wein gesagt, es ist ernsthaft so, dass wir uns eher so ein Beispiel am Grand Cuvée in der Champagne genommen haben, wo wir gesagt haben, dort machen sie auch nichts anderes, dass sie Grundweine in verschiedenen Jahrgängen cuvettieren und zum Schluss eine Idee von einem Weintyp, einem Grand Cuvée zu machen, wo sie was transportieren, einen Geschmack und ein Genusserlebnis, zum Schluss, was aber irgendwo auch wiederkehrbar ist, aber auf eine natürliche Art und Weise, nicht irgendwie getuned oder sonst irgendwas. Das ist genau hier so ein Stück weit die Idee, bei Vintages, dass wir wirklich einfach mal so ein bisschen die Tür für den Riesling öffnen. Auf eine andere Art und Weise, halt normalerweise sind wir total jahrgangsbezogen und logischerweise auch Herkunft spielt für uns eine große Rolle, aber hier ist es ganz bewusst miteinander verbunden, auch wärmere und kühlere Terroirs miteinander, um einfach ja, ein bisschen die Tür aufzumachen für die Nicht-Riesling-Trinker und die so ein bisschen zu überraschen. Also ein saftiger Riesling, ne? Bringt natürlich viel Komplexität mit, viel Mundgefühl. Wie du sagst, wir sagen saftiger Riesling, sagen wir könnten genauso sagen, es ist ein Maul voll Wein. Das sind natürlich jetzt etwas regional allere Beschreibungen, aber die es genau auf den Punkt bringen. Es ist halt ein sehr komplexer, vielschichtiger Riesling, der einen sehr guten Nachhall hat. Er hat natürlich durch die jüngeren Vintages hat er durch diesen Crisp, diese Eleganz. Er hat aber durch die älteren hat er aber auch die Sekundäraromen dabei, die ihm mehr Komplexität bringen. Und damit löst er natürlich einen unglaublichen Trinkfluss aus. Auch eine sehr schöne Balance bekommt der Wein. Die ihn auch natürlich auch sehr breit verwendungsfähig machen. Das passt wunderbar zum Essen, das passt aber auch als Solist jetzt hier, dass man einfach eine Flasche Wein trinkt. Und es zeigt halt, dass was reingekommen ist in das Cuvée, dass das richtig qualitativ gut ist. Weil das Cuvée kann in seiner Qualität nur so gut sein, wenn die Einzelkomponenten natürlich top sind. Ja. Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Das ist eine tolle Idee, so etwas auch auf den Weinbereich dann zu übertragen, was ja eigentlich eine
wie du gesagt hast, das ist eine Grundidee großer Champagner schon seit zwei Jahrhunderten. Was sagst du zu dem Wein? Ich finde die Idee auch super, weil es eine von Grand Cru kommt, die Herangehensweise und eigentlich ja sogar auch dazu dient, Weintrinker heranzuführen, durch was sehr Ausbalanciertes. Ich glaube, alle, wie wir hier am Tisch sitzen, mögen ja junge Weine weniger gerne, weil die ja auch immer einen gewissen Nerv haben. Auch manchmal nervig, weil es sehr aufgeregt noch ist. Ne? Und der hat halt beides. Der hat diese jungen Komponenten, die einem total mitnehmen und hat aber auch schon sowas in sich Ruhendes durch die älteren Jahrgänge. Und das finde ich total toll. Und das gibt ihm diese Komplexität. Ja? Und kann mir auch vorstellen, dass der durchweg die Allzweckwaffe ist. Also vom Weineinsteiger bis auch zum Weingenießer ist jeder mit dem Wein happy. Also ich bin's. Das ist gut. Aber sag mal, du hast ja jetzt das mit dem Vintages, es war ja so eine Idee, da mal auszubrechen aus dieser typischen Qualitätspyramide, ne? Also Gutswein, Ortswein, Lagen. Dann hast du diesen Einzigacker gemacht, du hast die Legenden gemacht. Also du hast eigentlich immer irgendwie so crazy Ideen, nochmal neben der Qualitätspyramide sozusagen das nochmal anders zu benennen. Ist dir das zu langweilig mit der... Nee, ich probiere einfach gern viel Sachen aus. Und grundlegend, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Qualitätspyramide haben, egal wie. Und ist ja Gott sei Dank, in den letzten Jahren hat sich das sehr positiv entwickelt. Aber trotzdem ist es so, dass du dir manchmal, also ich lebe manchmal vielleicht auch eher im Moment, dass ich mir sage, es nervt mich wirklich, wenn du irgendwo bist und siehst, die trinken zum Beispiel nichts gegen Grauburgunder. Wir sind da, also dankbare Rebsorte, wir sind sehr froh, weil sie sehr, sehr universell ist. Du bist aber dann auch schon Herzblut bei einer Rebsorte dabei. Und dann sagst du dir, was steht dem aber immer wieder im Weg? Und es kam immer wieder, ist Gott sei Dank in letzter Zeit nicht mehr, kam aber immer so die Variante auch, dass Riesling auch, ohne dass es probiert wurde, es steht auch für sauer. Und da wollte man einfach mal irgendwie, weißt du, da wollte ich weg. Und ich sage, Leute, habt ihr mal einen Wein probiert, der einfach die Säure total gut eingebunden hatte? Positive Säure. Ich meine, auch die Rieslinge, die wir hier probiert haben, auch im Jahrgang 20. Das ist super reif. Eigentlich redest du ja nicht über Säure, du redest über Frische. Du redest über Vielschichtigkeit, Mineralität und das ist genau das, was wir hier halt gesagt haben. Gerade weil es die Reife halt bringt, das macht es halt einfach ein bisschen harmonischer oder speckiger, sage ich jetzt mal so. Ja. Um das einfach mal aufzuzeigen. Es ist total spannend zu sehen. Ich probiere auch gerne viel Sache aus, deswegen, wie Menschen reagieren, die nicht sofort auf dem Vorderetikett sehen, dass sie sich im Riesling handeln, das super lecker finden, weil sie die Aromenwelt total toll finden. Das muss man sagen. Klar, Sauvignon ist ein Extrem, aber Riesling ist auch Rebsorte mit einem enormen Aromenspektrum. Und halt einfach das mal unbeeinflusst kennenzulernen, sich mal auf was einzulassen, das ist mir halt manchmal wichtig. Und deswegen breche ich auch gerne mal aus. Genauso mit Einzigacker, was du eben angesprochen hast, war Weißburgunder. Ein Weißburgunder hieß immer, wenn Weißburgunder reifer ist, dann ist es fett und plump. Und da hast du halt versucht, einfach einem Weißburgunder die frische Eleganz zu geben, dass es vielleicht eher an einen Chardonnay aus dem Burgunder erinnert, aber Weißburgunder ist, indem du es kühl reifen lässt. Ja. Sowas macht mir immer Spaß, ganz klar. Ja. Na cool. Vielleicht auch nochmal zu dem Etikett vom Weingut Robert Weil. Du hast mir geschrieben, es ist Tiffany Blue. Also tatsächlich erinnert es erstmal an Fifth Avenue und Tiffany, aber das hat eine ganz andere Geschichte, gell? Ja, okay, also die Amerikaner sagen, es ist Tiffany Blue. Also ich würde es jetzt als ein hellblau bezeichnen. Okay. Aber du hast vollkommen recht, das ist alles in der gleichen Zeit entstanden. Dieses Blau war eine sehr populäre Farbe Mitte des 19. Jahrhunderts. Unser Gründungsetikett hatte schon diese Farbe. Damit tun wir Tradition Moderne halt miteinander verknüpfen, was uns ja das Wichtigste ist. Tue Tradition pflegen, aber entwickle sie entsprechend weiter. Und das tun wir halt nicht nur im Weinberg und im Keller, sondern auch über das Etikett ausdrücken. Und schön ist halt der Wiedererkennungswert. Man kann jetzt mit dem Etikett sagen, was man will. Das mag dem einen besser oder weniger gefallen, aber es wird sofort erkannt. Na und war das nicht damals die Lieblingsfarbe vom Kaiser und ihr habt den Wein an den Kaiser geliefert? Und das, deswegen natürlich, klar, die Königs- und Kaiserhäuser haben natürlich auch geschmacksbildend auf eine ganze Nation gewirkt. Okay. Und es war eine Farbe, die er sehr geschätzt hat. Und ja, wir waren Hoflieferant des Deutschen Kaiserhauses.
auch des österreichischen Kaiserhauses, russischen Zarenhauses und des englischen mhm. Königshauses. Der Klüngel im positiven Sinn gemeint hat ja da zusammengehängt. Die waren ja nicht nur, dass sie zusammengehängt haben, die waren ja untereinander auch alle verwandt. Ja. Also von daher war man da relativ schnell, war man da überall dann auf den Karten. Aber das ganz Entscheidende ist, war man an Königs- und Kaiserhäuser Europas gelistet, dann war man auch sehr, sehr schnell in den Grand Hotels, weil okay. das prosperierende Bürgertum hat sich durchaus da orientiert. Und dadurch waren wir schon um die Jahrhundertwende, also ja. 19. bis 20. Mhm. Jahrhundert, waren wir auf einer Achse von St. Petersburg über Wien, Prag, Paris, London und auch Berlin, waren wir an allen Grand Hotels auch gelistet. Und das war das Entscheidende. Und allen voran das Adlon, mhm. was wir heute noch sehr, sehr stark beliefern, hat bei seiner Eröffnung schon Robert Weil als Hauswein präsentiert. Das wiederum hängt zusammen, dass der Lorenz Adlon, der hatte ja eine Gastronomie in Mainz gehabt. Ach so. Und mein Urgroßvater war ein guter Freund von Lorenz Adlon. Und dann ist der nach Berlin und hat die Zoogastronomie dort eröffnet. Und anschließend, also eine richtige Erfolgsstory, hat er das Adlon gebaut und das Adlon okay. eröffnet. Und wieder Kaiser Wilhelm II., der unseren Wein als seinen Lieblingswein auserkoren hatte, dem war es in seinem alten Gemäuer, in seinem Schloss zu kalt, es war zu zugig, deshalb hat er dann mehr in Adlon residiert als okay. Sonst wo. Und damit haben sich Kreise geschlossen. Also man sieht, Marken wurden auch damals schon gebildet, auch wenn man das als solches so nicht bezeichnet hat. Mhm. Die Grundsätze, die haben sich über Generationen nicht verändert. Tue Gutes, rede darüber oder noch besser, lass andere darüber reden. Und das ist die Grundlage einer jeden Markenbildung. Aber wie toll, wenn man natürlich so eine Geschichte hat, dass man heute immer noch in den Grand Hotels vertreten ist und umso mehr nachgefragt ist in aller Welt. Das muss man erstmal hinkriegen. Also das ist schon, da würde ich jetzt mal drauf trinken. Ne? Und zwar mit einem Wedenborn. Ja, genau. Es wird hier nichts ausgeschüttet. Nein, du hast nur den eigenen Wein weggeschüttet, das habe ich ganz genau gesehen. Den kenne ich auch. So, jetzt haben wir einen neuen Wein von der Gesine im Glas. Jetzt merkt man, wie der Vintage ist, wie angenehm das dann doch war. Verschiedene Jahrgänge zu haben, auch ältere. Ach so. Ne? 19. Rossa, jetzt aktuell auch im Verkauf. Nach dem ausbalancierten Vintages wird man jetzt auch wieder wach. Hat schon enorm Zug. Ja, Terrossa ist unser ältester Weinberg. Das haben wir vorhin schon gesagt. Das sind die ältesten Reben im Weingut. Wächst in Westhofen und steht auf rotem Boden. In Rheinhessen rot. Sagt dann jeder sofort immer, roter Hang. Nein, nicht roter Hang. Auch auf Kalkbasis ist der Terrossa. Es sind Eisenoxide, die ihn rot färben. Es sind eigentlich ganz selten nur zu Tage, weil so zwiebelförmige Einspülungen sind. Und nur an so einer Abbruchkante, im Dialekt sagen wir Resch, an so einer Abbruchkante kommt es zu Tage. Okay. Und da wächst der Terrossa. Jetzt spürt man schon, dass der sich in seiner Frucht zurücknimmt. Ne? Der Gutswein ist eher so ein Strahlemann. Und der Rossa durch die älteren Reben ist fruchtreduzierter, bleibt auch länger auf der Hefe. Das schluckt nochmal Frucht, was ich gut finde. Ne? Das bildet auch Struktur. Zur Hälfte im Holz ausgebaut, zur anderen Hälfte im Stahl. Das ist ein toller Wein. Ja. Und ultra trocken. Bleibt genau 9 Monate auf der Hefe und dann nochmal 9 Monate Flaschenreife, bevor er überhaupt einen Verkauf darf. Und ja, das ist ganz reduziert. Unter 1 Gramm Restzucker hat tatsächlich 0,6. Das ist ganz, ganz pur. Ich finde es ein super Essensbegleiter. Ich kann sowas persönlich auch pur trinken. Ja. Dazu, wenn es noch gereift ist. Also Terrossa ist definitiv ein Wein, den man jetzt trinken kann, aber der auch super reifen kann. Gerade durch dieses Reduzierte. Ja. Terrossa reif ist für mich erst die Krönung dessen eigentlich. Ja. Wobei auch Gutsweine reifen können. Also das soll man schmälern. Das ist egal, über die ganze Bandbreite. Das kann Riesling-Gutswein. Wie lange soll ich denn liegen lassen, ein bisschen trinken? Das kann man jetzt trinken. Also das ist durchaus auch für Konsum geeignet. 24 Flaschen kaufen aber wieder nachmachen. Ja, genau. Aber man kann das durchaus liegen lassen. Ja. Also da braucht man auch keine Angst vor 10 Jahren haben. Ja. Das haben ja alle immer... Weine haben glücklicherweise kein MAD, aber es haben ganz viele immer Angst, dass sie was zu lang liegen lassen. Und das ist bei
gutem Wein, großem Wein eigentlich nie der Fall. Das kann man fast gar nicht, so lange kann man das gar nicht vergessen. Also zum guten Winzer gehen, da kann man es auch mal liegen lassen. Ja, ist ne? so. Das ist am besten natürlich kühler. Kühler nicht gerade Raumtemperatur. Sind nicht heute. So im wir Kofferraum wohnen ja, in wir der wohnen Sonne. Ja relativ warm heute. Ja, okay. Raumtemperatur ist jetzt nicht so gut. Also so ein Keller oder so wäre schon ganz gut. Euer Weingut hieß ja früher Wedenbornhof. Mhm. Du hast dann gesagt, so, das ist mir alles zu lang. Ja, zack. Das hatte auch Platzgründe. Auf dem Etikett, oder? Es ist ja relativ lang. Ja. Genau, es ist auch kein Familienname. Es ist der Hofname Wedenbornhof, auch schon seit Generationen so verankert, aber es hieß niemand so. Mhm. Und ich habe aus ästhetischen Gründen, aber auch aus Gründen, dass gibt ja keinen Hofladen oder ist jetzt kein Hof, ja. Und fand der Wedenborn den schöneren Markenbegriff, ja. Mhm. Und Wede ist in Rheinhessen der Dorfplatz, wo früher die Pferde getränkt wurden. Und Born, das historische Wort für Brunnen, Quelle. Mhm. Wo noch einige auch, obwohl oben auf der Anhöhe, ja. auf dem Gelände haben, ja. Und das Etikett ist auch sehr, sehr schön. Das sind so topografische Linien da drauf, ne? Also das ist wirklich ganz, und das ist jetzt schon das über ist 10 Jahre alt, ne? Ja. Vielleicht, das also ich wollte kein modernes Etikett damals, war mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Vielleicht heute moderner als zum Entstehungszeitpunkt, weil heute auch ein sehr reduziertes Design auch geworden ist, ja. Zeitlos, stimmt. Aber ich wollte damals ein Etikett, das ich, solange ich Wedenborn betreibe, nicht mehr verändern muss. Und das mache ich auch nicht. Also, das ist es jetzt. Mal gucken, wie sich die Geschmäcker verändern. Aber ich denke, es ist ja. Ist eher so ein bisschen ein Understatement bei euch, ne? Also da ist kein Schild draußen, da ist nicht mal eine Klingel. Ja. Ne? Ich habe das Gefühl, da geht so am Abend geht so die Burg zu. Das und ist auch schön zu. So. Ja. Also, das ist rheinhessisch, gell? Ja, also rheinhessisch ist ja, dass die Tore eher geschlossen sind oder dass du nicht zeigst, was du hast. Ja, also am liebsten so unscheinbar wie möglich von der Straße aus. Ja. Ja. Das ist typisch rheinhessisch als Landschaft, die oft durchwandert wurde. Ja, wir haben keine Klingel. Das alte Schild abgebaut, das neue noch nicht da. Ja, aber das ist französisch. Man findet das ist französisch, man findet es. Ja, aber ich bin disziplinierter als französisch. Aber ich denke, die Mischung macht es ja, sowohl persönlich als auch im Weingut. Du bist eine Disziplinierte, gell? Du sowohl weißt, was als du willst. Auch, ja, ich weiß, Prioritäten zu setzen zumindest, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, also du hast mir viel erzählt über deinen Wein. Du hast so eine intellektuelle Herangehensweise an den Wein. Ist denn das, kommst du aus so einer intellektuellen Familie? Wo kommt das her? Ist das deine Vision? Also Wein entsteht im Kopf, hat der Willem vorhin schon mal gesagt, das kann ich nur bestätigen. Also du musst eine Idee von einem Wein haben, auch von großen Wein haben. Und dazu gehört auch wieder das, dass du andere Weine getrunken haben musst, auch letztlich aus aller Welt. Mhm. Alte Weinwelt, was wir Europa nennen, oder auch die neue Welt, wo dann Südhalbkugel auch dazukommt. Ja. Und dann findest du dich da drin plötzlich wieder und kriegst auch für dein Weingut neue Inspirationen. Das findet sich dann alles. Mhm. Und irgendwann bist du da, dass du sagst, die Idee habe ich und kannst es auf dein Weingut im Prinzip dann abwandeln, ja. Und da lernen wir auch nie aus, weil die Natur uns natürlich auch sehr verschiedene Jahre schenkt. Und die Erfahrung macht ruhiger, definitiv. Ja, dann kannst du ein bisschen mehr aus dem Repertoire schöpfen und trotzdem sind die Jahre wieder anders. Ja. Und ob was richtig und falsch ist, weißt du meistens erst hinterher. Ja. Also du musst sehr viele Entscheidungen auch in einer gewissen Ungewissheit treffen. Mhm. Aber trotzdem ist Erfahrung was sich dabei bestärkt. Ja. Als du ins Weingut eingestiegen bist, da war ja auch dein Vater noch sehr aktiv. Den habe ich ja auch noch gesehen. Der ist immer noch da. Und dein Opa war noch da. Mhm. Was du so erzählt hast, deine Eltern waren schon so Unruhegeister im positiven Sinne eigentlich. Ja, die haben immer viel gemacht. Im positiven Sinne, durchaus. Ja. Also die haben immer viel bewegt. Ja. Ja. Sowohl mein Großvater als auch mein Vater heute noch konnten und können sehr nachvollziehen, was da geschieht. Ja. Mhm. Die sind voll up to date und mögen den Weinstil auch gerne und können das total verfolgen, ja. Trotzdem war ja, du bist nicht reingekommen, hast gesagt, so, jetzt zack, ich bin jetzt hier und jetzt nee, ihr. Das finde ich auch unschön. Also wenn sowas notwendig ist, dann ist es auch sinnvoll. Mhm. Das war in meinem Fall nicht notwendig und dann arbeitest du gemeinsam. Irgendwann kippt diese Wippe und du weißt letztlich gar nicht ganz genau, wann sie gekippt ist. Mhm. Aber irgendwann ist es dann so.
Und das ist eigentlich was Schönes, wenn du auch nichts in Frage stellen musst, was vorher geschehen ist. Ne? Dann ist es dein Weg, eine Zeit lang der gemeinsame Weg und dann dein Weg. Aber du musst es nicht in Frage stellen und kannst das evolutionär weiterentwickeln. Und das ist für meine Begriffe viel, viel schöner, wie das revolutionär weiterzuentwickeln, weil dann musst du das in Frage stellen, was vorher war. Und das muss ich persönlich nicht und das ist auch was Schönes. Ne? Willem, als du ins Weingut eingestiegen bist, das war ja eigentlich tragisch, dein Vater war verstorben, du musstest von jetzt auf gleich übernehmen. Ja. War das, jetzt sagt ja die Gesine zum Beispiel, ja, ich konnte mich ein bisschen Zeit lassen in der Entwicklung. Das konntest du eigentlich nicht, du musstest eigentlich sofort durchstarten. Ja, okay. Ich bin wirklich ins kalte Wasser reingeworfen worden. Also ich habe keinen Tag mit meinem Vater zusammenarbeiten können. Das hat mich natürlich persönlich sehr, sehr geschmerzt, da ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater hatte, obgleich wir sehr unterschiedlich waren vom Menschentyp. Im Rückblick muss ich sagen, natürlich, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also wenn sich Menschen in zwei Generationen gut verstehen, ist natürlich die Zusammenarbeit von zwei Generationen, kann die fruchtbarste Zeit überhaupt für ein Unternehmen sein. Ja. Dann brauchst du natürlich aber auch Toleranz. Man muss das einfach gemeinsam managen. Wenn aber das nicht funktioniert von zwei Generationen, dann ist es auch die schwierigste Zeit, die sogar absolut desaströs negativ sein könnte. Also es gibt beide Facetten. Somit kann man nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Man muss es halt dann endgültig so nehmen, wie es ist. Bei mir war es so, natürlich hätte ich mir das anders gewünscht, also aus dem Herzen heraus. Im Endeffekt ist es gut gegangen und bei der Gesine war es halt anders und ist es auch gut gegangen. Viele Wege führen nach Rom sozusagen. Ihr beide habt noch gar nichts zu diesem Wein gesagt. Ich habe es gerade zu der Gesine gesagt, parallel, dass ich es ein sehr schöner Wein finde. Ich finde 2019, das haben wir so ein bisschen entspannter jetzt, aber trotzdem noch laut und er ist unheimlich präsent. Aber ich finde auch gerade da zeigt es, dass auch Sauvignon unheimlich schön reifen kann. Ja. Natürlich nochmal bodengeprägter, es ist schon nochmal tiefgründiger als der Gutswein vorher, wobei der Gutswein genau das für sich hatte, wo du sagst, ich habe Lust, ein Glas davon zu trinken oder Flasche. Das geht relativ schnell, glaube ich. Und hier kannst du dich einfach noch ein bisschen mehr reintauchen. Du hast einen Wein, der unheimlich schön gereift ist, der viel Facetten hat und in den du dich schön reindenken kannst. Und siehst du oftmals bei Sauvignon, was man sagt, Sauvignon ist eine Rebsorte, die trinkst du und dann ist es schnell da und schnell weg. Schnell und das weg, bestätigt ja hier der Wein, dass es auch ganz anders sein kann. Und das ist noch gar lang nicht. Du meinst, wenn man den liegen lässt, dann kann der noch länger. Genau, der zeigt, wo er hingeht, ganz klar. Und du weißt ganz genau, wo er in 2, 3, 4 Jahren ist. Spannender Wein. Sag mal, Gesine, du machst den Sauvignon nicht nach Lage sozusagen, also richtig? Die klassische Qualitätspyramide verfolge ich schon. Also im Riesling ist das auch ganz klassisch. Mhm. Der Gutswein heißt nur Wedenborn Riesling trocken, ohne Lage. Nur Herkunftsbezeichnung ist Anbaugebiet. Ortswein ist in dem Fall Riesling Tauroser Westhofen und Lage Kirchspiel. Im Sauvignon ist es ein bisschen anders. Es gibt auch die Dreistufigkeit, was ja auch schon relativ untypisch ist für den Sauvignon Blanc. Da ist der Einstieg, den wir vorhin hatten, die Basis auch der Wienborn Sauvignon Blanc. Dann kommt der Tauroser Westhofen. Also ich finde übrigens super, dass du dabei reden kannst. Klassisch. Während du hier die Gläser, ne? Ich erkläre das so ein bisschen, warum wir ins Stocken kommen. Lang gesucht. Ja, der zweite, also das Mittelstück, eigentlich unser wichtigster Wein, ist der Tauroser Westhofen, also ein Ortswein. Was das Mittelstück ist und eigentlich die super Preis-Leistung ist. Allgemein, in allen Weingütern. Weil es Weine sind, die so in der Mitte hängen. Einerseits wird die Basis gerne gekauft, die Gutsweine, die von Grund auf gut sind. Und dann natürlich Lage. Aber die Ortsweine sind Weine, wo wir Winzer uns unheimlich reinknien. Ne? Und die ein super, super Preis-Leistungs-Verhältnis haben und auch eine tolle Reifeentwicklung. Das ist eigentlich der Geheimtipp für alle. Ja, absolut. Also die Ortsweine sind wirklich ein Geheimtipp. Ja. Da werden auch Lagen oft runtergestuft erste Lagen runtergestuft und gehen in Ortsweine. Also kauft Ortsweine, ne? Das wird manchmal gar nicht so erkannt. Aber ich werde genau auch unterm Tisch getreten, dass ich sowas sage. Nein, aber es stimmt schon, ne? Der Ortswein ist oft sehr unterschätzt. Ja, wir sind ja so selektiv alle bei unseren Einzellagen, dass wir sagen, nur der beste Teil kommt dann zum Schluss in die Flasche und präsentiert die Einzellage, dass da unten drunter ganz schön viel Musik drin ist, ne? Ja. Also ich glaube auch, da ist keiner veräppelt oder sowas. Und da sind wir jetzt auch gerade, gell? Sind wir auch. Beim Kietricher. Genau. 2020. Das ist Kietricher zum Beispiel Riesling. Auch. Als hätten wir uns verabredet, dass wir jetzt über den Ortswein sprechen, gell? Verrückt.
Deswegen habe ich das von vornherein falsch eingeschränkt. Dass ja, du hast das genau richtig gemacht, siehst du. Zum Wohl. Alles mit Konzept. Genau. Prost. Prost. Ah, der ist aber auch toll. Da siehst du auch, dass Riesling auch so eine reizende Jugend hat, wenn es ausbalanciert ist. Ne? Das ist schon spannend. Ja, der Ortswein ist auch bei uns der Geheimtipp. Also Preis-Leistung ist das grandios. Das sind schon erwachsene Weine mit einer entsprechenden Stoffigkeit, Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite aber auch ein enormer Crisp, eine Eleganz. Mhm. Und Ortsweine, würde ich sagen, allgemein, es sind Weine, wo nicht zu viel geturnt wird. Geturnt heißt, wenn was zu sehr in das Extreme reingeführt wird, was Reife angeht, kann das umschlagen. Ja? Also von daher sage ich auch ganz offen, auch ein Grand Cru, ein Premier Cru, muss man sich auf den Winzer verlassen können. Mhm. Kann man natürlich, wenn man den Winzer kennt über die vielen Jahre, dann weiß man grandiose Qualität, weil man legt das ja dann auch für viele Jahre weg. Und dann irgendwann wird die Flasche geöffnet. Dann soll das auch alles stimmen. Da würde ich unterstellen, dass bei einem guten vinifizierten Ortswein erlebt man weniger Überraschungen. Weil das ist also jetzt in unserem Fall, ist das vollreifes Lesegut, kerngesund, so um die 90 Grad Öxle gelesen. Also ist alles da von der Natur, was man braucht. Diesen Wein, der... Aber da muss ich jetzt mal einhaken. Ja. So wie du das jetzt erzählst, habe ich jetzt das Gefühl, ich würde jetzt eher eine Überraschung erleben bei einem Gräfenberg. Das kann doch aber jetzt auch nicht sein, denn den erntet ihr doch auch vollreif und mit allem Elan und Hingabe. In unserem Fall, der Gräfenberg, würde ich schon sagen, ein jeder Wein stellt für sich selbst ein Qualitätsversprechen dar. Ja. Aber ich würde nicht automatisch sagen, dass ein Grand Cru, Gräfenberg Grand Cru, große Lage, automatisch, ob aus Deutschland oder Frankreich, immer im Automatismus eine Offenbarung ist. Okay. Ich glaube, dass wir als Winzer da in Zeiten der globalen Erwärmung die letzten 10, 15 Jahre viel gelernt haben. Da wird schon versucht, das Beste rauszuholen. Und da ist ein großer Unterschied zwischen Maximierung und Optimierung. Okay. Also wir haben uns gedanklich immer in Optimierungsprozessen bei unserem Weingut bewegt. Heißt, es nicht zu übertreiben. Mhm. Das ist relativ leicht auch da, schon gesagt. Vor 10 Jahren war nicht selten, dass du große Gewächse auch beim Riesling mit 13,5 und 14 Volumenprozent hattest. Okay, verstehe. Ob dieser Maximierungsgedanke einer zu reifen Frucht dann immer so dienlich ist, ich will das nicht pauschaliert jetzt hier als schlecht reißen. Vor allem, wenn es gereift ist. Viele Wege führen zum Ziel. Ich würde sagen, heute sind wir da in der deutschen Weinwirtschaft ein gutes Stück weiter. Mhm. In einer guten Balance einer reifen Frucht, vernünftigen, zielgerichteter Vinifikation, genau genommen im kontrollierten Nichtstun, also Dinge nicht zu sehr überzustrapazieren, dass wir da zu den besten Ergebnissen kommen. Mhm. Und deshalb aus guten Gütern kann man sich auf Ortsweine immer verlassen. Du kriegst richtig gute, erwachsene Weine, die jung getrunken viel, viel Spaß machen, die aber auch durchaus in unserem Fall, das ist vielleicht jetzt schon extrem, das nehme ich jetzt mal für mich in Anspruch, so ein Wein kann 30 Jahre bei uns reifen. Der ist auch darauf ausgelegt, auch Gutsriesige können, wenn man reifere Weine mag, von der Basis her, können 30 Jahre reifen, die Weine stehen noch. Das ist eine sehr sichere Bank. Es war nicht ein Plädoyer gegen Premier Grüß und Grand Grüß, also erste und große Lagen in Deutschland. Also man kann die großen Lagen schon kaufen, aber man sollte sie sogar kaufen. Also der Anspruch, in einen anspruchsvollen Weinkeller gehört natürlich Premier Grüß und Grand Grüß rein. Auf alle Fälle so, wie es deutsche Spitzenwinzer machen. Aber auch das sage ich jetzt ganz offen, ich lehne mich weit raus. Nicht jedem Winzer ist es von seinem Terroir und auch von seinen Möglichkeiten gegeben, Premier Grüß und Grand Grüß zu erzeugen. Und da tummeln sich natürlich viele, viele darum. Mm. Und das sind aus meiner Sicht, das ist ja jetzt nur meine Sicht, sind das oftmals auch geturnte Maximierungsweine, die nicht zielführend sind. Auf alle Fälle, die auch nicht reifen können. Die können vielleicht die ersten 1, 2, 3 Jahre noch überzeugen. Aber diese Weine, die bringen es endgültig nicht auf den Punkt. Deshalb auch die mittelreife Frucht ist das, was wir brauchen. Nicht die überreife, zu reife Frucht. Weil die wird im Wein, als Wein geworden, endgültig nicht das Reifepotenzial haben. Okay, das heißt aber doch dann, wenn das von Betrieben kommt, wo man quasi diese Grand Crus
also nicht nach ein paar Jahren mehr unbedingt trinken möchte, dann möchte man doch auch den Ortswein da nicht unbedingt mehr trinken, oder? Kann der dann mehr? Also ich glaube, es gibt einfach, darf ich das jetzt mal so sagen und ihr sagt dann, ob ich falsch bin, es gibt halt gute Betriebe und bei den guten Betrieben, da kannst du auch den Ortswein nach ein paar Jahren öffnen und dann gibt es halt Betriebe, wie hast du das so schön gesagt, da gibt es Terroir das nicht so her und da trinkst du besser frisch und jung. Ja, also kann man das so vom Grundsatz kann man das definitiv so sagen. Learning. Aus meiner Sicht, der Winzer ist der Garant für die Qualität eines Weines. Und wenn du dich auf den Winzer verlassen kannst, dann kannst du eigentlich blind die Weine kaufen. Weil er steht für seinen Wein. Ergänzend kann ich aber auch sagen, ich bin der festen Überzeugung, bei einem Ortswein kann ein vernünftiger Winzer weniger falsch machen als beim Premier Cru und Grand Cru. Also Premier Cru und Grand Cru, da sind wir schon ganz oben. Okay. Und das können nicht mehr so viele wirklich vollends. Viele versuchen es, aber... Also das ist wirklich die Spitze. Essen. Ja. Mhm. Ja. So, hier geht es um gesunde Trauben bei einem Ortswein. Mhm. Perfekt. Ich finde meinen jetzt sehr komplett. Ja. Ich. Also wenn du jetzt einfach sagst, du willst auch da wieder einen Mund voll präzise Riesling haben, trifft der Wein das voll. Ja. Also da hätte ich jetzt richtig Lust. Wir haben ja schon hier die halbe Flasche vorprobiert. Das ist unheimlich gut trinken. Sehr jung zugänglich. Das wird sicherlich auch toll reifen, ohne Frage. Ja. Das weiß er ganz genau, weil einfach der Wein den Grundstock hat. Aber der ist sehr komplett und schon auch da auch sehr austeriert mit allem Nerv, den er hat, finde ich das so ein absoluter auch Frischmacher-Prinzip. Toller Wein. Also gebe ich hundertprozentig recht, auch was den Ortswein angeht. Das ist schon ein Wort. Wenn man jetzt sagt, also ich will ja jetzt nicht drauf rumreiten, aber 100 Hektar, aber ich sag's dann doch nochmal. Na komm, ich habe halt keine Ahnung, ich muss mich viel fragen. Bei 100 Hektar und du sagst jetzt, da geht's um vollreife, perfekte Trauben. Das stelle ich mir jetzt echt schwierig vor bei 100 Hektar. Da bei jedem, gibt ja auch mehr Hände. Es gibt mehr Hände. Okay, es gibt mehr Hände und mehr Augen. Okay, ja klar. Was für eine blöde Frage. Manchmal ist es sogar wirklich einfach. Es geht relativ schnell. Okay. Also wir sagen ganz klar, unsere Gutswein- und Ortsweinernte, also das ist ja mit der Löwenteil der Menge, ja. Das sind so 80%, das haben wir in 12 Tagen haben wir das geerntet. Dafür brauchen wir das ist für uns... Okay, mehr Hände, mehr Augen, mehr Maschinen, größeres... Ja, das ist eine Frage der Organisation. Also okay. Wir haben natürlich bis zu 100 Erntehelfer dann bei uns im Weingut. Wir ernten auch, das sage ich ganz offen, nach vorne gerichtet. Wir ernten definitiv nicht alles mit der Hand, weil das nicht zielführend ist. Entscheidend ist, dass selektiv geerntet wird, beste Trauben zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn wir ein tolles Erntewetter haben, dann ist es unser Traum, alles mit der Hand zu ernten. Wenn das aber sich etwas anders darstellt, dann setzen wir zielgerichtet, strategisch natürlich eine Erntemaschine ein, weil die Erntemaschine keine grundsätzlichen Nachteile gegenüber der Handlese hat. Sie hat dann nur Nachteile, wenn das Erntegut nicht mehr 100% homogen ist. Deshalb ist aus meiner Sicht eine Erntemaschine auch nur tendenziell am Anfang der Ernte sinnvoll einzusetzen. Mhm. Natürlich selbstverständlich mit einer Negativselektion der Erntehelfer, die vorher weggehen. Und dann setzen wir strategisch diese knapp 100 Erntehelfer mit der Maschine in der Kombi ein. Also die Erntehelfer gehen durch, die schneiden das raus, was nichts ist. Und die Maschine erntet. Mhm. Wenn wir sehr, sehr viel Zeit haben, dann fahren wir die Erntemaschine auch gegen Null. Dann ernten wir alles mit der Hand. Aber das Entscheidende ist, handwerklich selektiv zu ernten, zum rechten Zeitpunkt eine kerngesunde Traube reif reinzubringen. Kerngesund und physiologisch reif. Das ist der Punkt. Die Kunst. Und keine Hetzjagd gegen Maschine. Die einen sagen ja, Maschine, oh, wie toll alles. Ist ja nicht dummes Zeug. Die Frage ist, wann die Maschine und wie sie eingesetzt wird. Und dass das im Grunde, und das Handarbeit natürlich immer notwendig ist. Und das vorgearbeitet ist. Ja, und das vorgearbeitet, absolut. Also ohne Handarbeit geht definitiv nichts. Ja. Würdet ihr alle sagen, dass man gute Qualität immer schmeckt? 200%. Ja. Gute Qualität schmeckt der Ahnung hat. Es gibt natürlich auch solche, die keine Ahnung haben, die schmecken es natürlich nicht. Das mag es ja auch geben. Aber der für sich ist auch ein teurerer Preis immer schmeckbar? Oder laufen nein, da nein. die Nein, okay. Das ist definitiv nicht. Ja. Okay.
Also gute Qualität schmecke ich, teuren Preis nicht unbedingt. Mhm. Da muss ich mir einfach selber ein Bild machen als teurer Verbraucher. Der Preis ist auch eine Frage natürlich der persönlichen Wertschätzung. Ja. Ich kann mir einen Anzug für 200 Euro kaufen, kann einen kaufen, was weiß ich, für 700 Euro bei Boss und meine, ich habe das High-End. Ich kann mir aber auch einen Zendia-Anzug kaufen für 2.000 Euro. Ich kann mir aber auch einen Keton kaufen für 5.000 Euro. Mhm. Und jeder muss das für sich selbst entscheiden. Es ist immer nur ein Anzug. Ja, aber das sieht man halt schon zum Teil auch so. Man sieht es bei dem Anzug genauso, wie man es beim Wein natürlich immer schmeckt. Aber es braucht natürlich, Mensch muss auf Produkt stoßen. Es geht nicht nur mit dem Produkt, es braucht die Sensibilität des Menschen und natürlich auch die Wertschätzung des Menschen dafür. Wir können jetzt heute einen tollen Burgunder aufmachen. Dann tun wir einen Pinot Noir von Oregon aufrufen, wo du in der Preisklasse für 50 Euro grandiose Weine kriegst. Jetzt sagen die den Snob, der absolute Snob, der redet ja von 50 Euro und 500 und mehr. Aber es ist so, großer Wein braucht auch einen Preis. Es müssen nicht immer 500 sein. Es müssen auch vielleicht auch nicht 50 sein. Aber zu glauben, dass man für unter 10 Euro einen handwerklich guten Wein bekäme, das ist definitiv ein Trugschluss. Und auch für 10 Euro ist es dann im Grunde natürlich ein sehr, sehr guter handwerklicher Trinkwein für jeden Tag. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, wo fängt dann wirklich anspruchsvoller Wein an? Fängt das bei 15 an? Fängt das bei 20 an? Da gibt's, oder fängt es vielleicht noch höher an? Da gibt es viele Meinungen. Mhm. Aber gute Qualität bedeutet harte Arbeit. Qualität kommt auch von Quälen, bedeutet auch viel, viel Arbeitsansatz, bedeutet viele Stunden, die heute alle auch nicht nur mit Mindestlohn abgegolten werden sollen, sondern für gute Leute muss auch richtig vernünftiges Geld ausgegeben werden. Und das bedeutet natürlich auch einen entsprechenden Produktpreis. Ja, ja. Auch das ist klar. Ja. Ja. Reden wir doch mal über deinen Monte Vacano, wenn wir schon über Preise reden. Ja, das ist ja, okay, das ist ja eine Family Affair. Okay, eine Family Affair. Ja. Aber immerhin hast du den verkauft für, 12 Liter Flasche Monte Vacano für 18.000 Euro versteigert. Ja, das ist auch richtig. Ja, das ist aber eine, das muss ich zur Ehrenrettung sagen. Naja, das ist doch toll. Das ist eine singuläre, also ich würde nicht steigern, aber... Das ist eine singuläre Flasche gewesen, also eine Einzelflasche Monte Vacano, die auf der Versteigerung war. Und das ist natürlich, muss man auch klar sagen, das ist dann Liebhaberei. Mhm. Das ist aber noch eine relativ fundierte Liebhaberei. Man hat eine große Flasche, man hat eine Flasche, wo man weiß, dass man die selbst trinken kann oder die Kinder, die Enkel oder die Urenkel. Man kann eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen besoffen machen damit irgendwann. Dann ist das noch der seriösere Einkauf wie eine Briefmarke für 1 Million Euro. Die nicht mehr ist wie ein Stück Papier. Also ich will versuchen, ein bisschen zu relativieren, dass hier... So gesehen hast du total recht. Dass hier kein falscher Eindruck kommt. Also alles in der Welt ist Angebot und Nachfrage. Mhm. Auch das stimmt. Wir sind logischerweise dabei einem Wein, der in einer limitierten Menge nur erzeugt wird, wo Weinfreaks aus der ganzen Welt ein großes Interesse dran haben. Und natürlich gehört da Herzblut, Liebhaberei, vielleicht auch ein bisschen Spinnertum. Hast du die Flasche persönlich vorbeigebracht? Ich meine jetzt ehrlich, so mit Handschuhen überreicht nein. oder so? Nein. Mit Lagerungstipps? Ich bin ja nicht der Lieferservice. Ja, aber also, ich meine... Nein, das ist ja über einen Kommissionär gegangen. Ich weiß gar nicht, wer den Wein bekommen hat. Das ist ja das Gefühl, ich habe etwas, was kein anderer Mensch auf diesem Erdball hat. Mhm. Und das war ja dann nicht nur einem, sondern theoretisch zwei Bietern mal mindestens das wert. Viel wichtiger, und das ist mir eigentlich die wichtige Message, dass es die Wertschätzung für deutschen Wein gibt, dass ein junger, aktueller Jahrgang einen solchen Preis erreichen kann. Das finde ich was Tolles und das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Weil wir haben ja auch mit dem deutschen Wein, wir haben ja auch ein Kulturgut in eine nächste Generation zu tragen. In Monte Vacano, wie gesagt, Family Affair. Dieser Weinberg, das ist eine Teilparzelle aus dem Grevenberg, aus dem steilsten, aus dem kühlsten Teil. Und die wurde gekauft mit der Mitgift
meiner Urgroßmutter, einer Edlin von Vacano, also ein italienischer Adel gewesen. Und der wurde dann familienintern immer als Monte Vacano, also der Berg der Vacanos, so ein bisschen fast vielleicht so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil von dieser Mitgift gekauft. Okay. Und das haben wir halt historisch, haben wir das in Archiven jetzt herausgefunden, weil ich konnte das immer nur erzählen, weil Dinge gehen verloren. Mein Vater ist halt früh gestorben, das hast du vorher gesagt. Und da waren so viele Dinge, und das ist wiederum das Traurige, das, den Kreis haben wir vielleicht noch nicht geschlossen, viele Dinge konnte ich mit meinem Vater nicht zu Ende erzählen. Weil er so plötzlich und so schnell gestorben ist, war erwartet. Aber dann werden viele Dinge beredet, die man für wichtiger sieht. Und Nebendinge, die die Familie über lange Zeit geprägt haben, die werden nicht zu Ende erzählt. Ja? Und das ist was, wo ich für mich nach wie vor auch emotional durchaus beladen, auch nach über 30 Jahren, immer noch ein gewisses Defizit sehe. Ich habe die Runde gekriegt ohne meinen Vater. Ich habe da manchmal überlegt, ja, wie hätte der das gemacht? Ich habe es vielleicht auch manchmal bewusst dann anders gemacht wie er. Es ist wichtig, es ist was Tolles, wenn Generationen zusammenwirken können. Hast du so eine kleine Flasche Vacano behalten und machst sie dann an Weihnachten auf oder so heimlich? Ja, natürlich haben wir haben unser Weinarchiv. Logisch, das gehört ja dazu, dass solche Weine auch im Keller bleiben für nächste Generation. Das wäre ja schlimm. Das wäre ja wohl doch wohl schlimm, wenn wir das nicht hätten, oder? Und die Regel, dass man nur so viel entnehmen darf, wie man auch reinlegt. Also, dass das Weinarchiv immer weitergetragen wird. Okay. Generation weiter. Ja. Ja. Nehme dir, aber gebe auch. So, Schnellfragerunde, nicht denken, antworten. Gesine, was bewunderst du am Wille und was kann er gar nicht? Präzision, pünktlich sein. Also, und die Gesine, was bewunderst du an ihr und was kann sie gar nicht? Ihre Lockerheit war gleichzeitig aber auch Präzision und Geradlinigkeit. Und was kann sie gar nicht? Da bin ich jetzt momentan, da bin ich jetzt wirklich überfragt. Also der Willem will einen schönen Abend haben. Also, doch, ich sag jetzt mal. Sie hat Ordnung und Nicht-Ordnung. Sie hat Ordnung in wichtigen Dingen, aber sie hat ihre spezielle Ordnung. Das ist eine spezielle Ordnung. Das finde ich super. Da frage ich gar nicht mehr weiter nach. Wunderbar. Jaron, warum hast du die beiden eingeladen? Die zwei ergänzen sich unheimlich gut. Das finde ich. Wir haben ja darüber gesprochen, was spannende Paarungen sind, auch gerade in der Weinwelt. Da fand ich die beiden sofort extrem spannend, weil es ist wirklich auf der einen Seite erstmal unterschiedlich wirken und dann doch extrem harmonisch miteinander sind. Und auch, glaube ich, sehr, sehr viele in vielen Punkten im Geiste sehr ähnlich sind. Und weil es liebe Menschen sind. Ja, siehst du. Ja. Was für euch das größte Kompliment? Das war zum Beispiel eins. Wir freuen uns. Guck mal, die Gesine, sehr clever. Lass ich jetzt nicht gelten. Probier mal. Wir haben schon wieder was. Könnt ihr mal zwischendrin probieren hier? Wir haben eine erste Lage vom Wilhelm Wilhelm. Turmberg. Ich liebe Turmberg. Der Duft ist auch schon so toll. Das ist echt spannend. Ich muss gerade noch schon nachschenken, ich bin mir ganz sicher. Das ist ja eine Monopollage im Weingut Robert Wald. Könnte quasi auch Grand Cru sein, aber bleibt erste Lage. Ist eine wunderbare Lage, finde ich. Ja. Auch eine kühle Lage, ist ein Seitental. Ganz wunderbar. Auch jetzt so jung, aber auch gerade in der Reife. Jahrgang 20, das unheimlich präzise. Alle 20er, die wir heute probieren, die sind schon unheimlich präsent und breit und stark strahlend da. Entspannend. Toller Jahrgang. Ja, ganz, ganz großartig. Also nach 19 konnte kaum noch Größeres folgen, aber es ist durchaus geschehen. Wir sind ja alle schon sehr, sehr verwöhnt gewesen mit 2019 als Parade-Riesling-Jahrgang, das muss man einfach sagen. Aber das ist schon echt ein Statement in der Spaß. Sind wir impressed? Natürlich. Wir sind impressed. Zum Wohl. Ich glaube, das haben wir gerade gezeigt. Was ist das Coolste am Winzerin sein, Gesine? Oh, die Vielfältigkeit. Und was ist ich finde das enorm bunt. Und was ist das Nervigste? Fällt mir wirklich nichts ein. Nee? Nee. Kein Tag, oder? Ja, es gibt schon Tage, die weniger schön sind wie andere. Da gab es wahrscheinlich zu wenig Wein. Nee, aber insgesamt, unterm Strich, ist ein ganz, ganz dickes Plus. Ja. Was ist dein Geheimnis?
Talent, Wilhelm? Mein geheimes Talent. Mhm. Also ich habe nicht so viele Talente, deshalb muss ich mehr nach außen kehren. Okay, was ist da neben dem Wein machen, was ist das Talent, dass du nach außen kehrst? Mein wirkliches Talent kehre ich nicht nach außen. Okay, also dann frage ich einfach mal weiter. Jochen, Lieblingsjahreszeit? Lieblingsjahreszeit, Herbst, ganz klar. Ja? Ja. Warum? Weil es für uns die Möglichkeit ist, uns auszutoben jedes Jahr. Wir kriegen was die Natur uns zum Schluss gibt, mit allen Widrigkeiten oder Positiven, und versuchen daraus den Jahrgang, den Boden, alles in dem Jahr zu interpretieren, auszuarbeiten. Und das ist großartig. Das ist die heftigste Zeit im Jahr, aber sicherlich auch die spannendste. Was werdet ihr immer wieder zu euren Weinen gefragt? Und nervt auch manchmal im Gespräch, dass du nicht sowas... Ja, keine seltsamen Fragen. Oder einen Ausverkauf zu akzeptieren, das vielleicht. Ja, ich muss jetzt echt überlegen. Aber das vielleicht ja. Also das, was limitiert ist. Ne? Mhm, weil es ist, es ist ein Naturprodukt. Zumindest Aufklärung muss man betreiben. Mhm. Ne? Und das ist halt endlich. Ne? Es ist nicht reproduzierbar von einem Jahrgang. Mhm. Gott sei Dank. Ja, genau. Ja. Gibt es bei dir auch sowas, Wilhelm? Ja, was mir gefällt, sind so Analysetrinker, ja, so Analysen abzufragen. Ne? Das ist schon, aber das hat sich in den letzten Jahren immer weiter zurückentwickelt. Also das Gefühl für Wein, und das ist ja das Allerwichtigste, es muss nicht jeder der totale Vollprofi da sein. Das ist ja auch die Frage, wie viel man sich damit beschäftigt. Aber das Gefühl von Menschen für gutes Essen, guten Wein, das hat sich doch deutlich nach oben verschoben. Ja? Wenn ihr Superkräfte haben könntet, welche wären das? Beamen. Ja. Beamen wäre super. Beamen ist eine spannende Sache. Ja. Einfach, weil der Tag zu wenige Stunden hat? Auch. Ja, das Stau ist Zeitverschwendung. Ja, mich kleinzaubern. Dich kleinzaubern? Ja, da würde ich mal Mäuse spielen. Mäuse spielen, wenn ich mal in Ecken reinbegebe und Nischen wäre auf einmal da. Das ist clever. Jochen, erklär doch mal den Hörern, was eine Vertikale ist und warum es Sinn macht, eine Vertikale zu trinken. Wir haben ja alle unsere Böden und Lagen, die wir ausbauen, das haben wir ja schon gehabt. Mhm. Und dann hast du halt eben verschiedene Jahrgänge. Jedes Jahr zeigt dir einfach die Lage oder den Boden aus einem anderen Blickwinkel. Oder du interpretierst ihn anders. Und die Vertikale ist im Endeffekt nichts anderes als die Reihe. Die Reihenfolge. Und es ist irrsinnig spannend, wenn du eine Lage kennenlernen willst, halt einfach das nebeneinander zu probieren, weil du glaubst, du kannst zum einen den Winzer kennen, wie er in verschiedenen Jahren reagiert, aber auch wie die Lage darauf reagiert. Und dessen Reihe finde ich großes Kino. Okay. Aber kann ein großes Kino sein. Was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann, Wilhelm? Wein, die Menschen, mit denen wir die Weine trinken, und dabei wollen wir auch was zu essen haben. Die schmecken übrigens ganz gut, da hast du ja, dann mal probiert. Ich war direkt an der Quelle. Mit wem würdet ihr gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Also ich würde gerne mit Konrad Adenauer eine Flasche Wein trinken, weil ich weiß, dass er ein großer Riesling-Freak war auch ein sehr guter Freund von meinem Großvater gewesen. Okay. Er war auch öfters bei uns im Haus. Ich glaube, er ist eine durchaus prägende Persönlichkeit gewesen für unser Land. Und das, was ich an Gedanken von ihm gehört habe, da kann ich vieles für mich bejahen. Ich dachte immer, er war so ein Asket. Aber dann hat er doch auch ein Weinchen gerne getrunken. Nein, nicht abgeneigt. Das war ein großer Weinfreund. Ah, okay. Das war ein Kölner. Ja, okay. Trinkt man auch mal Bier, aber okay. Das Schöne ist, dass ja Wein immer verbindet und dass es so viele, viele spannende Gespräche mit Wein gibt. Ne? Das stimmt. Also, haben wir auch hier immer. Ja, letztendlich. Ja, haben wir hier auch jedes Mal. Genau. So, aber Wilhelm, du hast nochmal, weil du dich wahrscheinlich nicht satt trinken kannst, an unserer Seite des Rheines hast du eine neue Marke gegründet 2016, nämlich Robert Weil Junior. Ja. Und die spielt in Rheinhessen. Die spielt in Rheinhessen. Also das ist ja für einen Rheingauer Winzer schon, ja, das ist ja schon... Das ist schon ein großer Sprung. Ein großer Sprung, dass er überhaupt über den Rhein geht. Ja, finde ich auch. Das ist ja natürlich über den Rhein. Wir sind auch sehr dankbar, dass du heute hierher gekommen bist. Ja, das ist ja schon mal ein erster... Hat länger gedauert. Das ist ja schon ein erster großer Schritt. Da es aber auch andere schöne, bunte Wiesen gibt mit tollen Blumen und wir natürlich auf dieser Wiese der Rieslinge unterwegs sind, merken wir natürlich, dass es auch andere Welten gibt. Und da war dann in dieser gleichen Zeit, als wir uns auch...
als Menschen gefunden haben, war für mich dann klar, dass ich auch was machen möchte in der Burgunderwelt. Mhm. Und Rheinhessen steht für die Burgunderwelt. Und deshalb haben wir dann gestartet mit Robert Wall Junior, mit einem jüngeren Produkt in der Aufmachung, auch in neuen Distributionskanälen. Jetzt will ich hier keine Werbung betreiben, aber jeder weiß, dass Robert Wall Junior bei Edeka steht. Zack, war sie doch da. Ist passiert. Welche Automarke möchtest du jetzt haben? Mercedes, Audi oder BMW? Machen wir jetzt mal BMW, könnten wir bei allen anderen auch mal. Das ist der 1er, der 3er, der 5er und der 7er BMW. Alles so in seiner viel Werbung Welt. Hier heute. Und Robert Wall Junior dazu ist der Mini. Ist der Mini. Und Robert Wall Junior ist das Jüngere, das Dynamischere. Also wird es junge Leute auch an den Wein anbringen, oder? Oder auch junge Bliebene. Mhm. Riesling, haben wir vorher auch gesagt. Ja. Ist ja eher eine Weinrebsorte, wo doch Menschen trinken, die sich mit Wein mehr beschäftigen. Dann steht da auf einmal ein Weißburgunder oder ein Grauburgunder oder ein Chardonnay oder ein Rosé oder ein Spätburgunder Rotwein. Und dann spricht man diese Menschen entsprechend an. Das ist halt der junge Gedanke, Robert Wall Junior. Es ist aber auch die jüngere Generation, die wir im Weingut haben. Dann jemand von meinen Kindern. Die beide, die können einzeln oder auch beide oder vielleicht auch zusammen. Schauen wir einfach mal. Das muss ich einfach fügen. In den meisten Fällen wird das von Generation zu Generation auch weitergegeben. Es gibt ja keine andere Branche, die so nachhaltig ist und die so viele Generationen hat. Also wir sind jetzt gerade mal von der vierten zur fünften. Das hat ja keine wirkliche Tradition. Wir sind ja doch so Newcomer in der Branche. Ihr seid eigentlich noch Junior. Es gibt ja viele. Ja, ohne dass ich jetzt die Beweihräuschung bräuchte. Ich gehe dann immer lieber unter den Tisch. Aber scheinbar. Aber so ein bisschen tut es dann vielleicht dann auch dann doch gut. Das behauptet immer die Gesine. So ein bisschen was Eitles hätte ich dann doch. Gesine, sag mal, ehrlich. No comment. Lässt sich nicht locken, die Gesine. Nein. Ja. Gut. Völlig unein. Gut. Okay, ich neutralisiere mal und frage, was haben wir im Glas, Jochen? Ich habe jetzt einfach nochmal, um Riesling zu komplettieren, ich habe was Gereiftes mitgebracht. 2013, kühles Jahr. Ne, ich habe gedacht, hier... 30 Acker. Rheinhessen, kühles Jahr, genau. Aber die breiteste Lage eigentlich, genau, die du hast. Eigentlich unsere wärmste Lage bei 2013 war wirklich ein sehr, es war eigentlich kein kühles Jahr, es war schnelle Ernte. Und von daher halt auch Weine, die unheimlich lange gebraucht haben. Und aber ein Jahrgang, der vielleicht auch erstmal verkannt war und dann aber mehr und mehr zeigt, dass wenn der Grundstock gestimmt hat, einfach sehr, sehr viel Spannendes auch rauskommt. Und ich wollte einfach nur ein Beispiel nochmal mitbringen, weil es einfach so schön ist, die verschiedenen Facetten zu haben. Ich finde, wir haben jetzt grandiose 20er Rieslinge probiert, neben den Sauvignons, aber die zeigen, wie Riesling, wie toll sie in der Jugend sein können, wie viel sie zeigen können, aber genauso gut, wie spannend sein kann, wenn sie halt einfach mal 7 Jahre älter sind oder noch älter sind und einfach, wir haben so ein großes Spielfeld, auf dem wir uns bewegen. Das ist ein großes Glück für uns zum Schluss auch. So, Wilhelm, du hast jetzt vorhin gesagt, ich weiß, du hast einen Mund voll, deswegen rieche ich noch ein bisschen. Du hast vorhin gesagt, manche können keinen Grand Cru. Jetzt haben wir hier 30 Acker Grand Cru 2013 gealtert. Hammer Wein, würde ich sagen. Grandioser Wein. Also, dass der Jochen wirklich Grand Cru machen kann, das würde, glaube ich, keiner in der deutschen Weinszene, auch in der nationalen Weinszene, bezweifeln. Dafür hat er viel zu viele Einzelbeweise abgeliefert. Dafür ist er viel zu erfolgreich, auch auf nationalen wie internationalen Markt. Klar, wir Winzer müssen uns ja alle miteinander auch messen lassen. Ja, klar werden wir gemessen. Wir werden durch das Weinurteil von vielen, vielen Menschen außen gemessen. Mhm. Und endgültig werden wir dadurch gemessen, ob unsere Weine auch dann immer auch ausverkauft sind irgendwann. Verkauft. So weit will sie natürlich auch nicht zurückhalten. Wir halten natürlich bewusst gewisse Mengen zurück. Also wir sind in der Luxussituation, dass wir eher alle Weine zurückhalten müssen, dass wir sie auch dann noch haben, um sie dann zu zeigen, wenn sie wirklich groß sind. Das sind natürlich nur kleine Mengen, die dann in den Weinarchiven des Weinguts liegen, wo dann nur noch der Winzer überhaupt den Schlüssel zu hat, dass keiner mehr ran hat. Das ist ein grandioser Wein aus dem mittelreifen Jahrgang, der durchaus die Winzer auch gefordert hat in der Erntezeit.
Und das zeigt eine enorme Frische für mich, eine enorme Präzision. Und das zeigt, wie viel mehr ein Wein ist, wenn er dann mal fast 10 Jahre alt ist. Und das hat auf alle Fälle auch noch enorm viel Zukunft. Ja. Das ist ein Wein, der noch über viele Jahre weiterreifen kann, dann immer mehr Facetten bekommt. Dann irgendwann in vielen, vielen Jahren auch die ersten Fältchen. Das macht ihn aber dann auch so interessant wie einen Menschen. Dann wird er auch vielleicht irgendwann noch mehr Falten bekommen, wenn er nochmal 30 und 40 Jahre alt ist. Aber das Falten ist für uns Frauen immer ein echt schweres Thema. Ja, aber da hast du recht. Das Thema wird immer interessanter, weil vielschichtiger, weil der Wein hat wie ein alter Mensch immer mehr zu erzählen. Er hat immer mehr zu sagen. Das muss nicht jedem gleichermaßen jetzt gefallen, so ein Wein. Also üblicherweise werden ja Weine viel zu früh getrunken. Sie werden die ersten Jahre nach der anderen getrunken. Und wenn heute so eine Flasche geöffnet wird, egal wo auf der Welt, da wird jeder jubeln. Jeder wird ein Haarerlebnis haben und wird sagen, wow, du hast ein Erlebnis gehabt. Und dann ist es auch gut, dass die Flasche geöffnet war, weil das war einfach ein grandioses Erlebnis. Ja, und wie ist das so für dich, wenn jetzt so ein Kollege das so schön beschreibt? Ich freue mich sehr, wenn es echt oder? Schön beschrieben. Schon schön, oder? Nein, es ist immer schön, ohne Frage. Das ist natürlich immer die schönsten Komplimente. Aber ich glaube, auch da wieder zurück, das ist genau das, was uns alle begeistert und was uns alle antreibt und was uns immer alle, egal was wir jetzt hier probiert haben heute oder was generell für was wir stehen. Und das ist so spannend auch in Deutschland, weil genau da der Geist da ist, wo es darum geht, eben nicht zu sagen, es ist nicht nur hier und jetzt, sondern wir fragen uns auch, was kommt. Ja. Und das ist Freude auf der einen Seite und auf der anderen Seite spannt es auch immer an, immer schön weiterzumachen. Gesine, nervt dich das auch manchmal, dass du immer so auf den Sauvignon Blanc reduziert wirst? Du machst ja auch so toll andere Weine. Nö, mittlerweile überhaupt aber nicht am Anfang. Mehr. Vielleicht, ja. Aber ich muss noch was zum Riesling ja, sagen. Ja, bitte. Entschuldigung, dass Jochen überhaupt einen gereiften Wein mitgebracht hat. Spiele uns sehr in die Karten, da wir es lieben, gereift zu trinken. Und das ist auch so eine Entwicklung, die am Anfang, wenn man so an Wein rankommt, vielleicht sehr... Ja, das Lagerproblem, ne? Wo hebt man das alles auf? Und wenn man es gereift kauft, ist ja auch alles teuer. Aber es lohnt sich echt, ja. Und super ist auch. Ich finde es immer ganz wichtig, dass es so undogmatisch behandelt wird, weil Wein wird ja auch immer sehr, als wäre das alles so Hype und alles sehr Zu kompliziert und es ist alles viel schmeckt einfacher, halt einfach. Zack. Als man glaubt. Ne? Ja. Habe ich euch irgendwas nicht gefragt, was ich euch hätte fragen sollen? Nee, müsst ihr mal überlegen, oder? Jochen, habe ich irgendwas nicht gefragt? Ich glaube nicht, du warst relativ eifrig. War ich eifrig? Vielen Dank. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Es war ein Fest, es war ein wunderschönes Gespräch. Vielen Dank, Gesine. Vielen Dank, Wilhelm. Danke. Danke, Denise. Vielen Dank, Jochen, für deine Unterstützung. Danke, es hat viel Spaß gemacht. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschin, tschin. Prost.